Also, nehmen jetzt alle auf. Jetzt nehmen Jetzt alle auf. nehmen Und der alle Paddy auf. nimmt auch noch auf. Super. Okay, Okay, dann. also. Ja, ich nehme doppelt auf. Jetzt klatsch bitte nochmal. So, jetzt haben wir geklatscht, jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir sind einmal der Paddy, einmal der Chris und ich, der Stefan, die uns geplant haben oder die uns, wir uns geplant, einen Podcast jetzt mal in den Raum zu schmeißen. Und wer wir überhaupt sind, was wir tun, würden wir euch jetzt einmal kurz vorstellen. Ich begrüße einmal zu meiner Rechten den Paddy. Paddy, herzlich willkommen. Erzähl doch mal, was machst du denn so? Guten Mittag, liebe Zuhörer. Man kennt mich in der Szene, ungefähr 80 Leute kennen mich in der Szene als Tabdingo. Ich bin seit ungefähr 3 Jahren, 2,5 bis 3 Jahren auch am Fliegen, war die letzten Jahre eigentlich nur als Freestyle unterwegs, bin deshalb ein bisschen in der Racing-Szene aktiv geworden. Bin hauptsächlich DCS-Events geflogen, also Aircrasher-Zeug. Ja, und sonst bin ich so bei uns in München in der Gruppe ein bisschen mit am Start. Bin der Platzwart, sag ich mal. Das heißt, wenn es Beschwerden über den Rasen bei uns am Flugplatz gibt, dann können die Leute immer gerne zu mir kommen und dann kümmere ich mich darum. Und ansonsten, ja, keine Ahnung, bin ich bei uns für die Videos mitverantwortlich, mit dem lieben Stefan, der mich gerade vorgestellt hat. Und ansonsten werden wir ganz gerne mal von Spionagevorwürfen gefolgt irgendwo rausgeworfen. Ansonsten gibt es eigentlich nichts Super. von mir zu sagen. Und zu meiner virtuellen Rechten sitzt der Chris. Chris, auch schön, dass du dir Zeit genommen hast und stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Guten Abend. Ja, ich bin der Chris. Ich fliege, wenn ich fliege, unter dem Namen TK33. Bin hier auch in München unterwegs. Wie lange bin ich dabei? Ich glaube jetzt auch schon so 3,5, 4 Jahre um den Dreh betreibe ich das Ganze schon. Mich reizt eigentlich beim FPV ausschließlich das Racing. Ich habe auch tatsächlich gar keinen Freestyler, sondern ich bin nur auf Racetracks hier in München unterwegs. War dieses Jahr auch auf einem DCS-Event. Und auch hier von unseren Nachbarn vom BMR auf einem Event und bin hier in München eben oft unterwegs, bei unserem Platz natürlich auch, aber auch irgendwie Feld, Wald, Wiesenspots, wo ein paar Gates hingestellt werden, da bin ich unterwegs. Für unser Team, für Munich FPV, bin ich so ein bisschen der Kassenwart, das heißt, das Geld läuft, wenn wir denn mal welches haben, über mich. Und ja, ich schaue, dass wir auch eben mit den anderen zusammen, dass wir den. Unser Team so ein bisschen am Laufen halten, dass wir ein bisschen was in den Platz investieren und dass wir da eine schöne Zeit alle zusammen haben können. Super, vielen Dank. Und ja, noch ganz kurz zu mir. Ich bin der Stefan, man kennt mich als Duke Hyper. Ich glaube, ich bin der jüngste Pilot, also vom Fliegerischen her. Ich bin, glaube ich, seit 2 Jahren jetzt unterwegs, bin aber wahrscheinlich so ansonsten der Älteste hier. Ich fliege Freestyle und versuche mich so ein bisschen im Racing bei uns auch auf dem Platz. Ich kümmere mich ein bisschen um die Homepage. Ich schaue, dass hier diese ganze Mediengeschichte funktioniert und läuft. Wenn es da irgendwie Beschwerden gibt, dann einfach immer gerne an mich. Und ich glaube, ich bin auch immer der, der irgendwelche verrückten Ideen hat und dass wir dann sonntagabends uns zusammensetzen und Podcast aufnehmen. Ja, solche Sachen wachsen dann auf meinem Mist. Ja, für was machen wir eigentlich diesen Podcast? Wir haben uns überlegt, es gibt viele Videoformate da draußen. Es gibt sehr viel, was man sich irgendwie auf YouTube anschauen kann, aber wenn man mal gerade irgendwie mit dem Auto unterwegs ist, vielleicht gerade zu einem Event oder sonst auch irgendwo anders hin unterwegs, dann hat man doch gerne auch ein bisschen was auf die Ohren. Und was wir jetzt machen werden oder was wir versuchen werden, ist, dass wir einfach in regelmäßigen Abständen, wir wissen noch nicht genau, in was für in regelmäßigen Abständen, aber dass wir es irgendwie regelmäßig hinbekommen, uns zusammensetzen, wir drei, vier, fünf, keine Ahnung, wie viele Leute, vielleicht auch mal Gäste, wenn ihr irgendwie auch Bock habt auf irgendwelche Gäste, schlagt die doch einfach mal mit vor. Und ja, einfach mal so eine Stunde quatschen. Themen haben wir genug, glaube ich. Es kommen auch irgendwie jeden Monat neue Themen dazu. Und ja, das haben wir uns mal überlegt. Und jetzt probieren wir es einfach mal aus. Wir wissen nicht, wie es ankommt. Wäre cool, wenn ihr da draußen, die ihr zuhört, uns dann Feedback gebt, was gut ist, was nicht gut ist. Ob wir weitermachen sollen oder ob wir es einfach gleich komplett beerdigen sollen, das Projekt. Machen wir natürlich nicht, sondern würden uns dann trotzdem weiter dran machen. Aber trotzdem schön, dass dann auch Feedback von draußen kommt. Wir haben uns ein paar Themen überlegt.
Und zwar, wir nehmen auf am 29. Heute ist der 29., glaube ich, gell? Genau. Das Wir sah nehmen ja auf so. am 29. Dezember. Das heißt, wir sind vollgefressen von Weihnachten. Und es laufen auf Vielleicht. RTL die ganze Zeit irgendwelche schönen Das war 2019 Sendungen. Und wir haben uns überlegt, wir machen auch so einen ganz kurzen Recap. Was war 2019 für uns? Was war 2019 für die Szene? Anderes Thema haben wir uns noch überlegt. Wintertipps. Fliegen im Winter. Und als drittes Thema. Es ist jetzt die Woche zum ersten Mal so Ja, richtig kalt stimmt. dieses Jahr, ne? Genau Passt richtig. eigentlich. Ja, Mein bester Wintertipp ist einfach nicht im Winter fliegen. aber da haben wir dann einfach ein Das Problem kann man sich auch machen. mit den steifen Fingern im Frühling. Genau, und als drittes Thema haben wir uns überlegt, wir schauen einfach mal so ein bisschen in unsere Glaskugel und überlegen uns, was 2020 vielleicht auf uns, auf die FPV-Szene zukommen kann. Haben da ein paar Sachen überlegt, über die wir dann auch einfach ein bisschen quatschen wollen. Vor allem, was auch schon Ich gekommen würde sagen, ist. Die letzten Monate waren ja schon ganz, ganz aufregend und ich glaube, das wird in 2020 kann nur besser werden oder noch besser werden sozusagen. das stimmt. Ja. Aber nachdem jetzt Fetchark eine Brille mit Meinst Power-Button hat, du, kann eigentlich nichts anderes mehr wir kommen. haben den Also der Markt ist Apex völlig erreicht, entwickelt, es geht jetzt dann ausentwickelt. nieder. Okay. Alles Ja, klar, das stimmt. geht's bergab. Bringt mich zu einem Thema, was von einem Externen herangetragen wurde. Er würde gerne mal was über Simon K. ESCs hören. Hier, Grüße gehen raus. Okay, nehmen wir einfach mal mit auf die Liste. Vielleicht kann er sich das nächste Mal Zeit nehmen und uns selber 5 Minuten drüber sprechen. Passt. Ja, Paddy, wie war dein 2019? Was war los bei dir? Was bist du geflogen? Wo warst du überall unterwegs? Und was waren vielleicht so ein bisschen die Highlights? Erzähl doch mal ein bisschen. Geflogen bin ich hauptsächlich im Boden rein. Das ist erstmal so das Fazit des ganzen Jahres. Ja, wie schon in der Vorstellung angekündigt, ich habe mich das ja ein bisschen mehr im Racen versucht. Ich war in meiner bisherigen Karriere, klar, wenn wir mal am Platz geraced haben, immer ein bisschen mit dabei, aber war halt hauptsächlich nur Freestyler am Start. Und deshalb bin ich tatsächlich mal beim Racen ein bisschen durchgestartet, weil wir gleich im Frühjahr waren wir in Asch in Tschechien beim Racen. Dann, wie ging es denn weiter? Dann waren wir in Schwabach beim Racen, in Stettfeld beim Racen und irgendwann nochmal Du beim warst in BMA in Nördlingen, glaube Adlershof ich, auch noch, oder? Ingolshausen, Ried, wie auch immer. Ja, in Nördlingen war ich auch noch, genau hier, in meiner Heimatstadt. Da war es natürlich auch sehr schön. Ja, und ansonsten bei uns am Platz natürlich fleißig racen, was uns jetzt auch ein bisschen Publicity eingebracht hat, sag ich mal. Aber there is no such thing as bad publicity oder so ähnlich. Ja, auf jeden Fall, ja, war für mich ein interessantes Jahr, so dieser Schritt von reinem Freestyle zu doch mehr Racing dieses Jahr unterwegs. War auch leider dann ein hardwareintensiver Schritt. Also ich hatte, glaube ich, angefangen mal ein Staccato zu probieren. Der hat sich dann relativ schnell erledigt. Dann ein paar Staminas kaputt gemacht, zwischendrin Singularitum. Und jetzt schauen wir mal, jetzt bin ich gerade beim Astro X gelandet, ob es bei dem denn dann bleibt. Diese Vertical-Geschichte war ganz cool, flog echt richtig schön. Aber da war ich dann tatsächlich mehr am Sekundenkleber auf Carbon schmieren als am Fliegen. Deswegen jetzt wieder zurück zu Du bist klassischen auch von Bauformen. 4S komplett jetzt auf 6S umgestiegen, oder? Ja, aber jetzt erst am Ende des Jahres. Auch erst seit bekannt geworden ist, dass man eine DCS in der Standardklasse, weil so toll bin ich dann doch noch nicht, dass ihr in der Pro-Klasse mitfliegen könnt, auch 6S fliegen darf. Und weiß nicht, wäre wahrscheinlich nicht unbedingt nötig gewesen, aber scheint mir als der technisch sinnvollere Schritt als bei den 4S-Akkus zu bleiben. Aber ob sich das, keine Ahnung, meine ersten Erfahrungen sind jetzt nicht, dass es ein himmelweiter Unterschied ist, außer dass die Akkus ein bisschen dicker sind, aber das war es dann auch schon. Und was für ein Frame fliegst du jetzt aktuell oder was für ein Setup hast du jetzt oder bei was für einem Setup bist du jetzt gelandet? Ja, ich bin noch, also Frame, glaube ich, bleibe ich jetzt bei dem Astro X. Es ist der SL5 V2, glaube ich. Das ist der mit diesem lustig geformten Canopy obendrauf. Bumerang-Arme, kommt irgendwo aus Korea. Macht einen recht Hey, guten Eindruck, habe ich noch sagen gar wir nicht doch kaputt einfach bekommen. Hässlich Ist sehr Gnaden, angenehm. kann man sich auch was drunter vorstellen? Er ist noch nicht so hässlich wie ein Gatehunter, aber der schönste kommt also nicht. Motoren, war ich jetzt ein bisschen geizig bei den 6S-Motoren, habe ich die Xing Eco-Serie Ja gut, du musstest ja auch 22.07 1800 kV. Also 4S-Äquivalent Kopter 2700 kV. umrüsten, oder? Ja, genau. Also ich hatte bisher nur 4S-Motoren. Man könnte natürlich mit Throttle Cut, aber haben wir gedacht, naja. Und diese Xing Eco-Motoren, die kosten das Stück 14 € oder 15 €. Und wenn du halt einen Satz von T-Motors an irgend so einen Dulli verkaufen kannst, dann hast du schon wieder
hast schon wieder zwei Sätze von den Eco-Motoren sozusagen Ja, drin. ich weiß, ich Chris weiß. Meines sind immer noch Ich da. warte darauf, dass der Preis fällt. Genau. Das ist übrigens, das ist ja übrigens auch so eine ESCs. kleiner Flohmarkt, beziehungsweise so eine kleine Paddy's Gebrauchtwarenbörse. Also Paddy, sag mal ganz kurz an, was du gerade zu verkaufen hast. Ja, gerade gar nichts mehr. Ich Ach, bin einen echt? Scheiß losgeworden. Krass. Tatsächlich, Morgen komplett waren, glaube alles ich, noch losgeworden, ja. T-Motoren zu verkaufen, oder? Also, wenn es dem. Ha, du wirst ja, weißt du, Ah, man muss stimmt, nur die lange genug T-Motoren habe ich warten, dass noch. er so Die wären noch verzweifelt da. ist, dann kriegst du sie quasi hinterhergeworfen. Nee, die sinken nicht im Preis. Ich habe Moritz die ganzen alten ranzligen Airlines abgedrückt. Die Die guten Akkus mal Qualitätsware, noch. möchtest du Da sagen. kann ich eine Du Zeit lang mit kannst den nur Motoren reden. sitzen bleiben. Passt schon. Genau. Nochmal zurück zum Setup. Also, ich hatte tatsächlich Glück, die ESCs, die ich verbaut hatte, waren bis auf einen alle 6S-fähig. Da bin ich jetzt eigentlich überall bei den iFlights, 50 Ampere, also nicht die, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall irgendwelche iFlights mit 6S, da hat tatsächlich noch keiner irgendwann meinen Geist aufgegeben. Flight Controller ist noch ein bisschen Wirrwarr. Da habe ich von Icon über auch iFlight und was ist der andere, glaube ich, noch ein Lumineer Hattest du jetzt nicht F7, neulich alles eine Mögliche KISS verbaut. FC? Ich meine, dass du mal da irgendwie unterwegs warst. Was ist denn deine Meinung dazu? Ja, So jetzt, wenn du, ja. ich meine, du bist ja alter Betaflight-Jünger, sage ich jetzt mal. Dann glaube ich, hast du mal eine kurze Flight One-Runde gedreht und KISS habe ich auch bei dir gesehen. Was sagst du, was ist so dein Feeling dazu? Ja, ich muss sagen, KISS habe ich bis jetzt nur auf dem Freestyler geflogen. Und da finde ich es tatsächlich, out of the box hat es mir besser gefallen als Betaflight. Aber mittlerweile fliegt Betaflight und KISS fliegen beide sehr sauber. Aber mir bei KISS einfach dieses out of the box Stick viel besser gefallen. Also einfach persönliche Warum? Geschichte. Hat mir sogar so viel besser gefallen, dass ich die Komfortabstriche bei KISS in Kauf nehme, wie kein USD zum Beispiel. Das ist natürlich immer so ein bisschen Was waren die negativ. Beweggründe, dass du zu KISS gewechselt bist, oder hast du gesagt, ich habe einfach mal Bock, was Neues auszuprobieren? Hauptsächlich einfach mal was Neues ausprobieren. Und ich hatte dann den in Anführungsstrichen glücklichen Umstand, dass sich der Flight Controller in meinem Rooster Freestyler verabschiedet hat. Und dann habe ich mal den KISS probiert. Und jetzt aktuell habe ich den FATEC Stack. Also diesen neuen FATEC. Ist ja auch ein KISS Flight Controller mit dem FATEC ESC. Da hatte ich bis jetzt nur beim Maiden ein bisschen Pech, dass man nach ungefähr 200 Metern Flug der VTX abgeraucht ist. Vielleicht ist Aber das das wird ja ein vielleicht demnächst Zeichen, nachgeholt. man weiß es nicht. Das kann natürlich sein, aber wenn es ein Zeichen jetzt sein soll, da waren wir unterwegs, da war Ah, so ein kleiner Teich neben dran. Wenn es wirklich ein Zeichen hätte werden sollen, dann wäre okay, der VTX alles. über den Teich abgerauscht. War aber nicht der VTX, der in dem Hagebuttenstrauch dann abgeraucht ist. Ja, Doch, okay, das war der. gut. Naja, der sitzt schon im Himmel. Nee, also wie gesagt, dieses KISS ist erstmal so ein Freestyle-Test. Glaube nicht unbedingt, dass ich es fürs Rennen wechseln werde, weil, sagen wir mal, mein Ziel ist eigentlich immer so drei Racer flugbereit zu haben. Und jetzt nur wegen ein bisschen besseren Stick Feel 150 € für eine neue Flight Controller hinlegen, da Naja, wir wird fahren mal zum ersten unschuldig Event, dann nichts. machst du drei Quads kaputt, dann musst du sowieso neu kaufen. Dann. Dann, wenn wir sowieso neu kaufen, dann stellt sich die Genau. Frage natürlich nochmal. Ja, cool. Was war so dein Highlight 2019, Paddy? Was war irgendwie, wo du sagst, hey, das war das Allercoolste? Ich meine, jetzt mal abgesehen davon, dass wir uns in Asch irgendwie die Finger abgefroren haben beim Fliegen. Gab es irgendwas Cooleres? Ich weiß gar nicht, ich glaube, so vom Fliegen her war mein persönliches Highlight eigentlich, glaube ich, Schwabach, würde ich mal tippen. Es war ein bisschen vom Event her ein bisschen ungemütlich, weil im Vergleich zu den anderen DCS-Events war das Pilotencamp ein bisschen weg vom Track. Das heißt, war ein bisschen losgelöst, aber wie gesagt, rein fliegerisch bin ich, glaube ich, am Sonntag. Also bei den DCS-Events ist immer so, man fliegt Samstag Qualifikationen und Sonntag dann eventuell, je nachdem, wie es die Zeit hergibt, auch nochmal zwei bis drei Qualifikationsrennen. Und da war ich, glaube ich, in den Qualifikationsrennen am Sonntag durchgehend irgendwie pro Runde 3 Sekunden schneller als am Dann hast du Samstag. zu wenig getrunken. Und bin ich auch, Ja, glaube ich ich, glaube, das war das zu wenig Hauptproblem, getrunken, dass die definitiv, ja. Leute nicht trinken wollten und ich musste quasi für 3,5 Leute trinken. Das hat mich technisch ein bisschen zurückgeworfen. Aber Paddy hat da echt gut performt. Also das war frustrierend für alle, die nicht Paddy waren in dem Moment. Okay. Naja, gut, also es war dann trotzdem, glaube ich, nur irgendwo im Mittelfeld, also ich glaube, in einem Achtelfinale oder 16. Finale sogar ausgeschieden, aber für meine Ansprüche war das dann, finde ich, schon okay. Und so sozial drumherum, muss ich sagen, fand ich eigentlich das Coolste dieses Jahr unser kleines Lötenlabern-Lipos-Suchen-Event,
weil da tatsächlich so mal, mir hat damals schon immer so bei YouTube, wenn es diese Quadcams von Road to Riot gab, fand ich eigentlich immer ganz cool die Idee, dass du so als in Anführungsstrichen erfahrene Piloten so den Neuling in der Ja, Szene ein bisschen heranführst. Und es war vielleicht ja so ein erklärst bisschen du der erstmal, Gedanke was dahinter wir und da das fand ich echt gemacht haben ganz oder cool was dann. das war vielleicht für die Leute. Also es gibt sicherlich niemanden da draußen, der nicht weiß, was Löten Lava Lipo suchen ist, aber Weltweit vielleicht hat bekannt. ja einer vergessen. Weltweit bekannt. Ja, genau. Im Endeffekt war es ein, wie gesagt, wenn man diese Quadcamps kennt, sowas ähnliches. Wir haben dazu aufgerufen, alle Leute, die entweder gerade am Beginn ihrer FPV-Karriere sind oder sich generell dafür interessieren oder auch schon ein bisschen weiter sind und noch Fragen haben, sich bei uns am Platz einzufinden und bei einem gemütlichen Paulaner-Spezi, weil kauf Paulaner, einfach mal mit ein bisschen, wie gesagt, in Anführungsstrichen erfahrenen Leuten zu unterhalten, eventuell auch Tech-Support zu kriegen. Also da war, glaube ich, dann jemand da, der heillos überfordert war, damit seinen Wub zu binden, dem haben wir dann geholfen. Oder so eine kleine Familie mit zwei Söhnen und einer Mutter, die noch irgendwie altes Zeug hatten und die dann Hilfe Genau. geholt haben oder Ja. gebraucht haben, vielmehr. Genau, also im Endeffekt so ein Komplettpaket. Ich interessiere mich fürs FPV-Fliegen, ich habe schon ein bisschen angefangen und weiß nicht weiter, bis zu, es war dann noch so eine Familie da. Das fand ich eigentlich eine ziemlich coole Konstellation, so ein Vater und Mutter mittleren Alters und eine relativ junge Tochter, also jung von meiner Perspektive aus, würde die Glaube, sie gewesen ist sein, 16, 16. 17, 18, so um den Dreh rum. Und da waren tatsächlich, 16, waren tatsächlich alle drei, also Genau. die Vater, Mutter und Tochter, sind mit den selbstgebauten Koptern des Vaters geflogen. Fliegen sie, glaube ich, heutzutage immer noch. Und das fand ich eigentlich so ganz cool, dass du das so gesehen. Die haben dann bei uns am Platz zum ersten Mal sind sie im Acro-Mode geflogen, statt vorher immer nur Level-Mode. Und da hast du so die strahlenden Gesichter Genau. gesehen. Das Also fand ich eigentlich ganz wir haben cool. da tatsächlich an diesem Tag einigen Leuten wirklich in die Luft geholfen. Ich kann mich noch an den anderen Typen erinnern, der irgendwie einen Kopter hatte mit LBT und der andere mit F und der, oder die Funke war auf FCC und der hat irgendwie nichts zueinander gepasst und da haben wir dann wirklich auch alles gerade gezogen. Der ist ja dann auch noch ein paar Mal mit uns unterwegs gewesen. Also das war wirklich sehr, sehr cool und man hat auch ein paar von den Leuten dann auch noch einige Male bei uns am Platz gesehen. Und das war also wirklich, wirklich eine schöne Geschichte, das stimmt schon. Genau, also das wäre so mein Jahr Okay. 2019 gewesen. Sehr viel mehr, das reicht Cool. eigentlich auch. Chris? Leider nicht so viel Zeit hat man in unserem Das ist Alter nicht wichtig. Chris, wie schaut es bei dir aus? Was war bei dir alles los? Was war bei dir alles angesagt? mehr. Ja, 2019 hat für mich so angefangen, dass ich unseren heimlichen Star in der Gruppe entdeckt habe, den Alex. sozusagen, also wir haben uns Ende 2018, glaube ich, das erste Mal getroffen. Der war auch so ein Dulli, der irgendwie nicht wusste, wo links und wo rechts ist. Und ja, wir waren dann die ersten Male Anfang 2019 im berühmten Hornbach-Parkhaus hier in München. Und da war ich noch so, boah, ja, komm, der Junge hat Ambitionen, ist ganz gut, aber kam jetzt hier noch nicht an mich ran. Und irgendwie innerhalb von wenigen Wochen oder, ich weiß nicht, ein, zwei Monaten wurde aus meinem guten Vorsprung, wurde dann irgendwie, ich muss schauen, dass ich noch vorne bleibe zu. Ja, mal schauen, wenn er mich überrundet, nur einmal überrundet innerhalb von 2 Minuten, dann war es ein guter Heat, ne? So hat für mich 2019 angefangen. Ich habe dann meinen Frame der Saison sozusagen auch für mich entdeckt. Das ist der FPV Gatehunter Frame. Gibt es als Open Source auf Thingiverse alle Files. Also wer einen Carbon-Schneider seines Vertrauens hat, oder auch man kann ihn auch online dann teilweise bestellen, kann sich den Frame für relativ günstiges Geld schneiden lassen. Paddy mag ihn optisch nicht, liegt daran, dass er ihn immer nur von hinten sieht. Ich find ihn ganz nett, sagt mir optisch zu, macht Spaß zu fliegen, ist auch für das Gewicht und für die Konstruktion meiner Meinung nach relativ stabil. Wobei ich jetzt auch nicht der absolut halsbrecherischste Pilot bin. Ja, für mich fliegerisch war 2019 grundsätzlich, glaube ich, auch ganz gut. Am Anfang ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, nicht so richtig reingekommen. Und dann hat sich so der erste Knoten ein bisschen gelöst. Ich glaube, ich habe für mich selber auch nochmal ein gutes Stück an Skill und an Geschwindigkeit mitgenommen. Das freut mich sehr. Der zweite große Schwung kam dann leider erst so im September, Oktober, als die Saison so langsam zu Ende ging. Da hat man auch nochmal gemerkt, okay, jetzt läuft es nochmal besser. Aber ich bin, was das Fliegerische angeht, eigentlich ganz, ganz gut aus der Saison rausgegangen. Ich war auf einem DCS-Event in Schwabach. Das war gut. Hab da so auch so Paddy, ihn auf dämlichem Niveau, glaube ich, abgeschnitten letzten Endes. War mein erstes größeres Event. War schön. Allerdings hat mich in Schwabach, das hat ja Patrick gerade auch schon gesagt,
Ja, diese Camp-Geschichte, dass das eben das Pilotenlager relativ weit weg war vom Platz und so, das hat mich so ein bisschen enttäuscht. Aber wie gesagt, ich habe mir sagen lassen, das ist in Schwabach so ein bisschen ein Sonderfall. Und ich werde in 2020 sicher auch an anderen Events teilnehmen, vielleicht dann nicht in Schwabach, in der Hoffnung, ja, dass es da ein bisschen anders ist. Ich glaube, wir kommen später auch nochmal dazu, was so in 2020 auf dem Kalender steht. Ich Genau. war auf der Lipokalypse, war da recht erfolgreich, bin um einen Hauch am Finale gescheitert. Vielleicht erklärst du mal ganz kurz, was die Lipokalypse ist, Ja, für die Leute da draußen, die die Lipokalypse nicht kennen. es ist ja quasi niemand, also das weiß ja eigentlich jeder. Nein. wir haben hier in München eben neben uns, dem Munich FPV, noch eine zweite größere Truppe, die sich so regelmäßig trifft. Die nennen sich BMR für Bavarian Multirotor. Oder auch Volksfront so. von Judäa. Und die sind mit dem SV Adelsried zu einer Kooperation eingegangen und haben es möglich gemacht, dass wir dieses Jahr, ich meine, es war im August um den Dreh, war ein Wochenende lang, Freitag, Samstag, Sonntag, war quasi bei denen Event auf dem Platz, also ähnlich wie ein Aircrash oder DCS-Event, nur etwas kleinerer Rahmen. Ich glaube, wir waren knapp, was waren wir, 25, 30 Piloten werden wir gewesen sein. Und wir sind mega viele Lipos geflogen. Es waren Nachtrennen dabei mit LEDs und Knicklichtern und war super organisiert. Ein bisschen familiäreres Event. War eigentlich ganz cool und das war so mein Event, also mein erfolgreichstes Event dieses Jahr, könnte man sagen. Wie gesagt, ganz knapp am Finale gescheitert. Die Lipokalypse war doch das Event, wo der Typ mit der X-Class geflogen ist, oder? Ja, geflogen. Ja. Also Für diese. 10 Sekunden. Ich glaube, es waren 13 oder so, aber die waren Okay. sehr beeindruckend. Ja, Toll. ich hab mal eine Waren X-Class teure gesehen. 13 Das fand Sekunden, ich oder? echt ganz Ja, das cool, war mal muss ich ganz sagen. cool, so ein Ding mal tatsächlich in der Hand zu halten. Das ist schon Ja. ziemlicher Hobel. Ja. Kostet viel Geld, habe ich mir sagen lassen. Ja, nee, das waren so. Ja, das war so Okay. jetzt meine Highlights dieses Jahr. Wie gesagt, ich bin jetzt im Winter nicht so viel unterwegs. Mir ist es tatsächlich einfach zu kalt. Ich bin ein rechtes Weichei, würden jetzt andere sagen. Mal gucken, ob im Parkhaus noch mal ein bisschen was zusammengeht und sonst setze ich auf den Klimawandel, dass es einfach wärmer wird und wir schon irgendwie in 4 Wochen wieder auf unserem Platz Nachbarn ärgern können. Ja, bis vorgestern hätten wir ja noch draußen fliegen können. Wieso? Was denn in 4 Wochen? Wir fliegen auch morgen wieder draußen. Ja, da Wir waren auch war es mir vorgestern zu draußen kalt. fliegen und Nee, gestern. und genau zur Technik. Kalt war es Wie gar gesagt, nicht. ich bin auch bei 4S geblieben. Keine Ahnung, war irgendwie so. Mich hat 6S noch nicht so gereizt. Mal gucken, wie jetzt 2020 wird. Ich werde da ziemlich sicher auch noch mit 4S durch die Saison gehen, einfach weil jetzt meine Setups alle recht ähnlich sind. T-Motor 2207, 2700 kV. Ja, ist so die Ansage. Da brauchst du natürlich mit 6S nicht kommen. Da macht der Motor wahrscheinlich Instant Puff. Und deswegen werde ich jetzt diese Saison nochmal mit 4S fliegen. Mal schauen, wie es ist, wie ich so mit den Leuten, mit denen ich normalerweise mithalten konnte, ob ich mithalten kann. Also, ob weiterhin Paddy sich meine Rücklichter anschauen muss oder ob der mich jetzt umrundet, weil dann muss ich natürlich nachziehen. Das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen. Also ich sag dir, an 6S scheitert es nicht Alles dran, klar, dass ich werden dich wir dann nicht sehen. sehen lassen muss. Nee, und ja, das ist so meine Zusammenfassung für 2019. War ein erfolgreiches Jahr für mich, fliegerisch. Gar nicht mal so viel zerstört. War eigentlich so im Rahmen, würde ich sagen. Stefan, Du bist Betaflight-Jünger, oder? ach so, ja, genau, ja. Du bist Was heißt Betaflight-Jünger? ja, ich hab ja auch ein bisschen Odyssee hinter mir. Ich habe mit ganz mal vor 100 Jahren angefangen mit, ach, was war das? Clean Flight auf einem NACE 32 Board. Dann mal zwischenzeitlich einen kurzen Ausflug in die Graupner Welt gemacht. Die haben so einen integrierten Empfänger mit Flight Controller. Ja, das war ein Ausflug. Das bleibt auch ein Ausflug, zumal ja Graupner jetzt sowieso schon Teil der Geschichte ist. Hatte dann auch einen KISS Flight Controller der ersten Generation drin und bin dann aber letzten Endes zu Betaflight gekommen, als dann Betaflight OSD so eine Sache wurde und ich bin tatsächlich einfach in Anführungsstrichen zu faul, mich groß mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Das heißt, ich flash Betaflight auf einen Flight Controller, setze meine Modes, setze meine Rates und recht viel mehr mache ich ehrlich gesagt nicht. Das heißt, ich habe meine OSD, da zeige ich mir noch eine Spannung an. Und das war's eigentlich. Also Filter-Tuning und dieser ganze Kram. Vielleicht bin ich zu doof. Ich habe auch keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Für mich reicht es. Ich glaube nicht, dass mich irgendwelche Filter-Settings daran hindern, schneller zu fliegen, sondern wenn, dann bin es ich selber, der vor der Fernbedienung sitzt und zu doof ist. Und solange ich das Gefühl habe, dass ich da mich noch verbessern kann, werde ich jetzt an
an der Software nämlich nicht groß ändern. So Betaflight OSD finde ich halt eine praktische Sache. Deswegen bin ich jetzt auch nicht so motiviert, mich mit KISS auseinanderzusetzen. Das lasse ich lieber andere machen, guck mir dann an, wie ihre Kopter brennend vom Himmel fallen. Das ist dann schon in Ordnung. Nochmal ganz kurz, weil du gerade erzählt hattest, du warst mit Graupner schon unterwegs und alles. Ich glaube, du bist auch wirklich der Stick-Dino, oder? Also der mit der längsten Stick-Time. Du hast ja, glaube ich, auch mal Helis geflogen. Ach so, ja. Du bist ja schon relativ lang eigentlich in der RC-Flugszene drin, oder? Ja, also pff, angefangen, boah, wie alt war ich? 10, 11, 12, mit Papa so den ersten Flieger gebaut, übers Feld geschmissen. Hatte dann so bis boah, 14, 15 ein paar Flieger. Hab dann so ein bisschen Lust verloren. Dann kam nämlich der erste eigene Computer, wie es wahrscheinlich bei vielen ist. Und dann verschieben sich die Interessen. Und ich habe dann so mit, boah, was war es so, Anfang, Mitte 20. Das Heli-Fliegen für mich entdeckt, war da ein paar Jahre aktiv, bin dann aber wieder, hab dann wieder aufgehört, einfach aus dem Grund, ich war zu dem Zeitpunkt Student. Heli-Fliegen ist, was das Fliegerische angeht, die Königsdisziplin, aber auch die teuerste Disziplin, meiner Meinung nach, weil Fehler einfach nicht verziehen werden und es wenig Raum für Fehler gibt. Also ein Flugzeug, wenn irgendwie, sage ich mal, die Elektronik ausfällt, wenn man Glück hat, segelt es noch irgendwie da nieder oder so, oder man kann vielleicht noch steuern und ja, geht noch, ist auch vom Fliegerischen her nicht so anspruchsvoll, jetzt im regulären Rahmen. Ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen Stunt-Geschichten. Und Heli-Fliegen ist da wirklich einfach die Königsdisziplin. Und ich hatte einfach Der so fällt halt diese, so, einfach runter. genau, er fällt einfach runter und dadurch, dass der Heli halt einfach runterfällt wie so ein Stein, ist da auch wenig Puffer Ist ja super dazwischen. fragil, oder? Es ist fragil und das sind halt so Sachen, selbst wenn er dir aus einem halben Meter, sagen wir mal, ins hohe Gras fällt, wenn halt die Motorwelle nur minimal verbogen ist, dann tauschst du die halt, weil beim nächsten Mal zerreißt dir sonst den Hubschrauber, das riskierst du nicht. Und eine neue Okay. Motorwelle in der kleinsten Größe, die ich damals geflogen bin, liegt halt auch schon gleich mal bei 25 € und ein Satz roter Blätter bist halt auch mal bei 20, 25 €. Das heißt, nur mal irgendwie schief in der Wiese gelandet, hast halt gleich mal den ersten Fuffi durch, ne? Und als Student, wenig Kohle, ist das einfach unglücklich und bei mir hat dann einfach die mentale Blockade zugeschlagen, dass ich halt einfach irgendwie nicht entspannt fliegen konnte. Das war immer Stress für mich und das wollte ich nicht. Und dann habe ich alles an den Nagel gehängt und boah, 2, 3 Jahre später irgendwie lustige YouTube-Videos gesehen hier von Mr. Steel in Dubai. Ich glaube, das haben ganz, ganz viele so als ihr erstes Video gesehen. Und dann dachte ich so, oh, was ist das denn? Und habe mich mal im Internet ein bisschen schlau gemacht, habe dann ein paar Jungs getroffen und ja, so hat es dann bei mir angefangen. Und ich glaube, bei uns in der Truppe, wie du vorhin schon gesagt hast, müsste ich so der am längsten das jetzt betrieben hat, sein und dann müssten dann Paddy und Sebastian kommen, wenn ich mich nicht recht erinnere, also wenn mich recht erinnere, wer da so zur Gruppe dazugestoßen ist. Ich glaube, der Ah, Moritz der war noch länger Moritz, zu genau, der Sebastian Moritz kam immer. dann auch, oh, war der Moritz vor dem Sebastian, das weiß ich tatsächlich nicht. Und dann Ich kamen glaube schon. eben der Chris dazu und Stefan, ja und so, dann hat sich das so ergeben, genau. Cool. War ein kurzer Exkurs in die Welt, in die ehemaligen Welt Ja, aber des jetzt haben wir erzählt, Stefan. Dein damals. 2019, was hast du erlebst? Was nimmst du für dich mit? Magst du auch mal kurz ausschweifen? So Kurz 3,5 Minuten hast du ausschweifen, jetzt. ja, 2 Minuten. Ja, für mich war es so, ich sage jetzt mal, das erste richtig intensive Flugjahr. Ich bin ja 2018, habe ich ja eigentlich also das erste Mal richtig angefangen mit einem ordentlich selber zusammengebauten Kopter. Bin 2018 schon viel geflogen, aber 2019 so mit Asch war so das erste Event, auf dem ich gewesen bin. War jetzt nicht besonders erfolgreich, aber war eigentlich ganz cool, da mal mit dabei zu sein, noch mal so ein bisschen die Eventluft zu schnuppern. Und ja, ich habe mir ja so ein paar schöne Freestyle-Spots eigentlich eher rausgesucht. Ich bin ja eher so der Genussracer und fliegt dann doch lieber auch schöne Freestyle-Spots. Ich habe dieses Jahr mir einen 7-Zoll aufgebaut, den ich als Long Ranger jetzt schon ein paar Mal durch die Berge gejagt habe, schön mit GPS, damit er auch wieder zurückkommt mit diesem GPS Rescue. Und ansonsten ja, habe ich mir eigentlich ein relativ robustes Freestyle-Setup aufgebaut. Ich habe mir den Marmot von Armaten geholt. Ich habe mir die Blaster-Motoren geholt von Rotoride oder Hyptrain. Und bin eigentlich mit denen relativ viel unterwegs gewesen. Eigentlich ja, fast jedes Wochenende, wo ich so ein bisschen Zeit gehabt habe, mit denen unterwegs gewesen. Ansonsten halt auch bei uns am Platz mit beim Racen gewesen. Wir waren ja auch relativ viel unterwegs, relativ viel auch am Platz. Und ja, in Asch mit dabei gewesen.
bei der Lipokalypse mit dabei gewesen, bei unserem Löten Labern Liposuchen mit dabei gewesen. Und ansonsten hat sich halt viel zeitlich nicht so ergeben, weil diese Zweitages-Events oder Dreitages-Events für mich halt doch immer ein bisschen viel sind, gerade halt so mit Family zu Hause und alles. Aber so auf ein- oder Zweitages-Events werde ich auf jeden Fall auch nächstes Jahr wieder mit dabei sein. Und mein in Anführungsstrichen Highlight war eigentlich so ein bisschen auch die Aktion, wo wir ins Allgäu gefahren sind, der Paddy und ich, in froher Erwartung. Der Chris hatte da irgendwie auf eBay Kleinanzeigen Jetzt irgendwann verrate doch nicht Aufsteck meine und geheime geklickt. Quelle. Jetzt hätten wir sagen müssen, auf Ach so, mysteriösen, auf geschlungenen mysteriöse Art und Pfaden Weise. aus dem Märchenwald habe ich das organisiert. Aus dem Märchenwald. Der Chris schreibt, Ja, in dem Märchenwald ist das Teil jetzt auch schon der wieder Chris hin, schreibt ne? irgendwie so in unseren Chat rein, hey, er hätte da irgendwie so ein, keine Ahnung, 8 Meter, 5 Meter hohes Obstacle Ich glaube, im so Allgäu 5, 6 sind es abzuholen. schon. 5, 6 Meter, irgendwie sowas. 5, ja. Und ob wir da irgendwie, also wir müssten das irgendwie am Wochenende abholen, weil ansonsten gibt das halt jemand anderem. Und wir schauen uns das Ding an. Und das ist halt unsere wunderschöne Allgäuach, die jetzt bei uns am Platz steht und die ihr auch in unseren Videos bewundern könnt. Stand. Stand. Ja, müssen wir wieder reparieren. Und ja, Paddy und ich haben uns dann kurzerhand den Bus von Moritz gekapert, sind da runtergedüst, standen dann vorm, wie hieß er nochmal? Manfred. Wir standen dann vor Manfred, Manfred. glaube ich. Ja, Grüße gehen Manfred. nochmal an den Manfred raus, wenn er das hört. Danke Dankeschön. nochmal. Bau bitte noch mal eins. Und haben dann irgendwie versucht, dieses Riesenteil in den VW-Bus reinzubekommen, haben es dann irgendwann geschafft und sind dann nach Hause getuckert, sind dann bei unserem Platz angekommen, in freudiger Erwartung, dachten so, hey geil, jetzt ballern wir durch das Teil durch, haben es aufgebaut und in dem Moment, wo wir es aufgebaut hatten, hat es dann angefangen zu regnen. Also es war ein extrem erfolgreicher Tag. Ja, also kurzer Einwurf, wer das sehen möchte, gibt glaube ich auch ein Video auf unserem YouTube-Kanal. Kann man die Leiden des jungen Paddy und Stefan quasi live in Anführungsstrichen mit nachvollziehen. Kann ich nur empfehlen. War Das war so echt schön. schön. Das war, ich glaube, das war mein Highlight des Jahres. Neben allen anderen Momenten, die ich mit euch verbringen durfte. Moin. Ja. Mir ist noch was eingefallen an Highlight, was noch keiner erwähnt hat, was eigentlich, glaube ich, schon erwähnenswert ist. Wenn man Anfang des Jahres für Oh Air ja, Bavaria so ein lustiges stimmt. kleines Showrace Stimmt, genau. veranstaltet, das Das darf man auch war fast ja. nicht vergessen. Also Air Bavaria ist so eine Firma, die macht so Profi-Luftaufnahmen. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt kleiner Fabrikbesitzer bin und meine billigen Arbeitskräfte von oben filmen will, dann hole ich mir Air Bavaria, dann machen die das. Und da war für irgend so eine Unternehmensberatung, die hatten, keine Ahnung, Neujahrsfest, Jubiläum, was auch immer. Und die wollten da halt mal coole neue Technologien sehen. Und das war im Zenit im Kesselhaus, also so ein kleines Event-Hellchen, sag ich mal, also schon eher klein. Und da war dann die Hälfte davon abgesperrt. Und dann durften wir dann ein bisschen übers Buffet ballern mit unserem Ins Kopf. Und das war Buffet. eigentlich auch ganz cool. Bis auf die Wartezeit, aber gut, das hast du, glaube ich. Oder ins Buffet, ja. Ja, das war dann vor allen Dingen erhellend, als der Track besprochen war und eigentlich alles fertig war. Und dann. Okay, Moment mal, die Band baut gerade ihre Mikrofonständer auf unserem Track auf. Ah, okay. Und die Typen da hinten Ja, bauen die Teller, die Tellerregale die auf waren unserem gruselig und ich auf unserem glaube, Track auf. Naja. Moritz ist glaube ich auch in der Bierzapfanlage gelandet oder wer war das? Irgendwer ist, Nee, ach, der Crazy Chris ist in der der Crazy Bierzapfanlage Chris hat gelandet. eine Bierzapfanlage, Ja, genau. passiert, finde ich, also. Naja. Ja, stimmt, Aber war auf jeden Fall stimmt. ein cooles Stimmt, ja. Event, also Das habe ich fast mal was vergessen. Das anderes. war ja auch dieses, das war Anfang des Jahres gleich, im Januar war das. Das war direkt im Januar, ich glaube 9 Ja. oder sowas. War gleich am Ja, gibt es Anfang. auch ein Video. Da hatte ich ein Auch Connex-System dazu, auf dem genau, auch Kopf, das dazu weiß gibt ich es ein noch. Video. Da hatte ich ein normales VT hatte ich ein Connex-System, weil eben diese Air Bavaria wollten halt eben dieses Livestreamen sozusagen per HD in der Halle zeigen. Deswegen war auf meinem Copter und das Connex hat nicht funktioniert in der Halle. Du bist halt mit 6 Leuten in der Halle geflogen und ich bin 2 Meter weg von mir, habe nichts mehr gesehen. Deswegen wurde das Connex irgendwo toll in der Mitte platziert und dann auf meinem Copter zum Connex noch ein normaler VTX drauf. War dann ein rechter Bomber, war dann ganz lustig. Hat dann halbwegs funktioniert, glaube Stimmt, ich. das war insgesamt war es echt ein cooles Event, gerade auch mit dem Live-Feed. Ich meine, das war, jetzt reden wir, das war vor nicht mal einem Jahr. Und wir kommen ja dann nachher auch nochmal dazu in dem Ausblick auf 2020, wird ja sicherlich auch nochmal über das digitale FPV-Bild gesprochen. Aber es ist schon krass, was so in dem einen Jahr an Entwicklung stattgefunden hat. Wobei Connex ja schon älter ist, es war Nee, nicht nee, neu nee, zu nee, dem das nicht. Zeitpunkt, es war glaube ich damals schon, eigentlich, Das eins war ist damals schon richtig, out. aber das,
dass halt jetzt dieser Schritt nochmal stattgefunden hat. Also wir reden ein Jahr später und jetzt würdest du natürlich eine DJI Air Unit mit draufknallen und würdest halt einfach Vollgas durchballern. Genau. Bevor wir zu der Aussicht auf 2020 kommen, würde ich einfach mal ganz kurz so ein Praxisteil reinschieben. Und zwar einfach so eure Tipps fürs Fliegen im Winter, beziehungsweise warum funktionieren unsere Akkus zum Beispiel nicht so gut im Winter, warum werden die Finger kalt, wenn sie draußen an der kalten Luft sind. Naja gut, das ist ein bisschen offensichtlich. Man sagt ja immer, man soll die Akkus vorheizen. Und da stellt sich immer wieder die Frage, wie soll ich sie vorheizen? Soll ich sie vorher irgendwie kurz unter die Achsel klemmen oder in die Hosentasche stecken? Anzünden. Oder bringt das was? Bringt das nichts? Es gibt ja diese Heatbags. Es gibt ja mittlerweile von Etex so ein Heatbag. Es gibt selber gebaute Heizkoffer. Warum brauche ich eigentlich einen warmen Akku? Vielleicht kann das der Paddy mal kurz erklären. Ah. Klar, weil der hat ja studiert und war tatsächlich in der Lage, heute nochmal die Wikipedia anzuschauen. Also prinzipiell ist es ja relativ einfach, so ein Lithium-Polymer-Akku oder wahrscheinlich für die meisten Akkus, die chemisch Strom erzeugen, wie der Name schon vermuten lässt, wandeln eben elektrische Energie erstmal in chemische Energie um. Das heißt, beim Laden wird Strom reingepumpt. Es passiert Hexerei da drin mit Chemie, für die wir immer früher verbrannt worden. Heute verbrennt der Akku ihn selber. Wenn es irgendwann fertig ist, steckt man ihn ab, passt, dann hat man die elektrische Energie in chemische Energie umgewandelt und wenn man den ganzen Prozess umkehren will, steckt man was an, was was praktisch wieder Strom braucht, ganz, ganz basic gesprochen. Und dabei läuft wieder eine chemische Reaktion ab, die eben dann die Energie wieder elektrisch zur Verfügung stellt. Und prinzipiell ist es erstmal so wie alle chemischen Reaktionen, und da hast du ja, Chris, du hast ja was mit Bomben studiert oder so. Kannst du mir recht geben, dass eigentlich alle Reaktionen Genau, also erstmal es besser gibt ablaufen, wenn ganz, es ganz wärmer wenige ist? Reaktionen. Das gilt für die eigentlich komplette Chemie, soweit ich sie jetzt kenne. Es mag sicher was anderes auch noch geben, aber grundsätzlich gilt, vor allem bei exothermen Reaktionen, je wärmer das Ganze, desto schneller läuft es. Und dadurch, dass das letzten Endes auch nichts anderes ist in den Akkus als eine chemische Reaktion, bedeutet auch da Wärme gleich schnellerer Ablauf. Und der schnellere Ablauf manifestiert sich halt für uns in der Praxis darin, dass wir mehr Leistung oder schneller Leistung aus dem Akku ziehen können. Also quasi die Kernkompetenz des Akkus besser oder zuverlässiger wird. Und das ist der Grund eigentlich dafür, warum man Akkus vorheizt. Es gibt Streitigkeiten darüber, was so die optimale Temperatur ist. Ich habe auch schon Leute auf Events gesehen, tatsächlich selbst im Sommer bei irgendwie 25, 30 Grad, die Akkus nochmal auf 45 Grad vorwärmen. Das soll wohl so irgendwie um die 45, 50 Grad so die optimale Temperatur sein, weil zu heiß darf es natürlich auch nicht sein, weil dann auch wieder irgendwelche Schädigungen auftreten. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich im Sommer notwendig ist. Im Winter ist das definitiv was anderes. Ja, also ich kann hier nochmal, wie gesagt, die Wikipedia zum Besten geben. Also nicht nur die chemische Reaktion an sich läuft schlechter ab bei Kälte, sondern auch so ein Lithium-Polymer-Akku hat eben innen drin, wie der Name schon sagt, ein Polymer, also so ein Glibberzeug. Vielleicht hat es der eine oder andere schon mal rauskommen sehen aus dem Akku. Und dieses Glibberzeug wird viskoser, also dickflüssiger, wenn es kalt wird. Und ist dann anscheinend auch schlechter in der Lage, die Lithium-Ionen durch das ganze Ding durchzupumpen. Das heißt, zum einen läuft die Reaktion nicht so freudig ab, wie wenn es wärmer ist. Und zum anderen ist die ganze Leitfähigkeit des Akkus schlechter, das heißt, der Innenwiderstand steigt. Das heißt, es wird mehr in Blindleistung verballert. Von dem, was überhaupt weniger rauskommt, geht auch noch mehr verloren. Genau. Um hier das ganze Thema mit den Akkus vielleicht so ein bisschen nochmal ganz schön wissenschaftlich abzuschließen, würde ich vielleicht die Wikipedia kurz zitieren, Ja, wenn es warum erlaubt ist, nicht? Stefan. Also, weiß ich nicht, ob das. Ja, geil. Okay, Achtung. Zitat Beginn. Lithium-Polymer-Akkus sind mechanisch, elektrisch und thermisch empfindlich. Kurz mal hier einhaken, besonders gut mechanisch gefällt mir gut, weil wenn du es schön richtig mit dagegen ballerst, kennen wir ja alle. Okay, weiter. Beschädigungen, Überladen, Tiefentladen, zu hohe Ströme, Betrieb bei zu hohen, über 60 Grad oder zu niedrigen Temperaturen, unter 0 Grad, hier wichtig, und langes Lagern in entladenem Zustand schädigen oder zerstören die Zelle in den meisten Fällen. Das heißt, unter 0 Grad, wenn der Akku hat, ist gar nicht so geil. Aber hat er meistens nicht. Außer man ist so doof wie ich und fährt mit dem Fahrrad zum Fliegen und hat die Akkus außen in der Fahrertasche dran. Dann sind sie schon sehr kalt. Was machst du dann? Also hast du irgendwie einen Tipp, mit was du deine Akkus vorheizt oder?
Ja, mit einmal Vollgas geben nach dem Start, dann sind sie warm. Nee, keine Ahnung. Also ich habe tatsächlich kein beheiztes Lipo-Bag oder sowas dabei. Ich muss halt einfach im Winter mit weniger Chris, du hast, Leistung glaube ich, leben. einen Lipo-Bag oder so ein Heizbag, habe ich bei dir schon mal gesehen. Ja, genau. Ich habe von Hobbyking, frag mich nicht, hat glaube ich damals 10, 12 € gekostet, so einen 3S-fähigen Lipo-Bag. Den kann man einstellen, glaube ich, zwischen, frag mich nicht, 25 und 40 Grad, so in 5 Grad Schritten. Wird auch relativ schnell warm. Letzten Endes ist es nichts anderes als ein kleines Wärmepanel, also so eine Wärmematte, die von einem Akku da irgendwie auf Temperatur gebracht wird. Aber das hilft halt einfach, die Akkus zumindest nicht zu kalt werden zu lassen. Also ich bin jetzt auch nicht so jemand, der dann irgendwie einen großen Kofferrand karrt, wo dann die Akkus perfekt auf irgendwie 52,5 Grad vorgeheizt werden. Aber ich versuche halt, wenn ich im Winter fliegen gehe, zu verhindern, dass die Akkus eben so wie Paddy gerade gesagt hat, eben zu kalt werden. Wie gesagt, alles unter Null ist ganz, ganz fies, weil dann auch wirklich die Chemie kaputt geht. Aber wie gesagt, selbst auch in einem einstelligen Gradbereich ist einfach die Leistung nicht da, die man vielleicht möchte. Und da hilft es tatsächlich, wenn man die Lipos einfach vorher mal so ein bisschen irgendwie auf Temperatur bringt. Und wie gesagt, ich habe da so eine kleine Matte dafür und zusätzlich habe ich, die sind auch in meinem Rucksack in einer separaten Tasche. Das heißt, wenn ich die bei mir daheim irgendwie einlagere bei, weiß nicht, 21, 22 Grad in die Tasche, in den Rucksack zumache und dann irgendwo ankomme, dann sind die ja nicht von Haus aus sofort kalt und ich schaue halt dann, dass die entsprechend warm bleiben. Und wenn man dann irgendwie schnell fliegen muss, jetzt kommen wir schon faktisch so ein bisschen zu den Tipps, mache ich es meistens so, dass ich so einen Akku schon mal in die Hosentasche stecke, vorne da, wo normalerweise irgendwie die Schlüssel sind. Am Oberschenkel ist es dann schön warm, dann, das heißt, der Akku wird auch nicht so schnell kalt oder man hat vielleicht irgendwie in den Jackentasche irgendwie was, wo man die reinstecken kann. Und dann, wenn ich dann wechsle, dann stecke ich die halt an. Und ich schaue halt, dass die anderen irgendwie nicht allzu viel auskühlen und nutze eben diesen Heizbag, um so ein bisschen Temperatur zu halten, damit das eben nicht zu kalt wird. Aber Also man auf darf jeden das, Fall vorheizen. ja, man darf das, also wie gesagt, das eine ist wirklich tatsächlich auch die Schädigung, die physische, das heißt, das, was kaputt geht. Das ist natürlich, das will man ja, also denke ich mal, dass man das auf keinen Fall will. Aber das merkt man merkt halt diesen Leistungsdrop, merkt man halt schon. Also es ist zum einen eben, dass du überhaupt gar nicht erst die Leistung initial rausbekommst, die du gewohnt bist. Das ist also, du musst mit einem anderen Throttle-Management fliegen, weil du einfach, man sagt immer so landläufig, den Druck nicht hast. Und was man auch wissen muss, dass wenn man die Akkus nicht so richtig auf Temperatur bekommt, weil man jetzt nicht irgendwie hardcore am Limit ist, und wie gesagt, unsere Akkus sind ja außen, das heißt, wenn wir irgendwie bei minus 5 Grad übers Feld ballern, haben die auch eine sehr, sehr gute Kühlung, kriegt man in der Regel auch nicht die gleiche Kapazität raus. Das, oder beziehungsweise die Spannung bricht halt schon früher ein, wenn der Akku nicht so auf Temperatur ist. Und das muss man einfach berücksichtigen, dass man vielleicht nicht wirklich bis zum Äußersten wie im Sommer, wo man das gewohnt ist, geht, sondern vielleicht auch schon mal vorher ein bisschen Druck rausnimmt. Das sind so ein paar Sachen, die gerne falsch gemacht werden und man wundert sich dann, warum bin ich denn jetzt vom Himmel gefallen und ich hatte doch noch den Saft, weil ich nach Milliampere geflogen bin und das sollte man im Winter einfach berücksichtigen, dass das nicht unbedingt vergleichbar ist. Also vorsichtig mit den Akkus und trotzdem vorheizen. Genau, also schadet Cool. auf jeden Fall nicht und Ja. das Wichtigste ist Voller voll heizen, nicht Einstieg. vorheizen. Das, ja, Ja. ich leg sie bei mir immer auf die Sitzheizung. Ich unterstütze dich ja, Chris. Ich hoffe ja, dass der Klimawandel bald kommt. Deswegen fahre ich immer mit dem Auto zum Fliegen. Ich kann mich Genau. da nicht irgendwie, wenn ich einen Paddy sehe, mir immer überlegen, ob ich nicht auf seinem Fahrrad umfahre, damit er nicht so klimaneutral unterwegs ist. Ich lege sie einfach auf die Sitzheizung, knall die Sitzheizung an. Und bis ich dann irgendwie bei unserem Spot bin, sind die schön warm. Ja, genau. Und was auch relativ gut ist, ist, ich habe diesen BatSafe, diesen Batteriekoffer, Sicherheitskoffer. Und der ist ein relativ guter Isolator, also der isoliert es sehr gut. Das heißt, wenn ich da die warmen Akkus reinlege, und ich habe so ein Werbegeschenk, Ja, das Knicktaschenwärmer, ist super. ja. Kostet Wenn ich das Teil nix. damit reinlege und die warmen Akkus dazu, dann wärmt dieser Taschenwärmer die Luft, die dann immer durchs Öffnen und Schließen sich austauscht, und die Akkus bleiben eigentlich relativ lang auf einer angenehmen Temperatur. Vielleicht könntest du mal den Bad Safe, also wie der Stefan schon gesagt hat, so eine kleine Akkukiste, vielleicht könntest du mal den Bad Fahrradanhänger geben, das wäre mal geil. Weil du so 80 Lipos Wenn reinknallen du dann am kannst Berg am in Hang so einem stehst, fährst du Fahrrad. rückwärts Über wieder jeden runter, weil dich Hubbel, hochkommst, wenn die donk, Anspecke in die Beine. donk. Was hier? Frech. Ja, Frecher Stefan. die Beine. Also wenn bei Ja. mir eins aussehen muss, dann sind es Was wohl die mich Achsen. jetzt dazu bringt, weil wenn ich nämlich schon mit dem Auto an Platz ranfliege, Genau.
Ich hab dir ja was gedruckt. Möchtest du erzählen, was ich dir gedruckt habe und was man damit tun Ja, kann? genau. Genau, der Chris hat mir freundlicherweise was gedruckt, und zwar so einen kleinen Dock für einen Receiver. Das ist eigentlich nichts anderes wie der Dock King für, also zum selber bauen. Wer es nicht kennt, der Dock King ist einfach so ein externer Modulhalter, den man sich auf ein Stativ bauen kann, den man sich irgendwo hinhängen kann, und den man dann über ein normales Videokabel oder Audiokabel, irgendwie ein vierpoliges, an seine Brille anschließen kann, also an seine analoge FPV-Brille anschließen kann. Und da gibt es so ein File of Thingiverse, und da hat mir der Chris eben, wie gesagt, das schön gedruckt. Und ich habe dann noch so einen alten Ishin-Receiver gehabt, wo ich jetzt die Achilles-Firmware drauf geflasht habe. Habe mir da unten in diesen Dock noch ein paar Magneten reingepappt und kann mir das Teil jetzt einfach aufs Autodach draufknallen. Setz mich schön entspannt, gemütlich in mein Auto rein, lass den Motor laufen, lass die Sitzheizung laufen. Wie gesagt, Chris, ich unterstütze dich da ein bisschen in deinem Vorhaben. Und ja, bin dann ganz entspannt im Warmen und habe auch noch ein gutes Videobild, weil meine Antenne ja auf dem Dach oben drauf ist und nicht auf der Brille oder in der Brille drin, und ich sitze im Auto mit drin. Nein, also an alle Klimamenschen da draußen, natürlich lasse ich den Motor nicht laufen, und natürlich achte ich auch darauf, dass mein CO2-Abdruck so gering wie möglich ist. Der Stefan zündet Aber dann dieser erstmal Dock in der ist. Tonne das Öl an, damit er echte Heizung hat, gell? Genau richtig. Ich Ja. zünde mein Auto an, damit ich mich daneben stellen kann und wärmen kann, und wenn es kaputt ist oder wenn Ah, es abgebrannt ist, kaufe ich mir ein neues. das ist So gut. Das, so funktioniert das. macht man das. Okay. Ja. Nee, aber dieser Dock ist eigentlich wirklich cool fürs Fliegen im Winter, weil es ist ja nicht nur so, dass es einfach kalt ist, sondern es kann ja auch sein, dass noch ein bisschen Wind geht oder so. Und wenn man dann draußen steht, ist man doch relativ exponiert, wird vom Wind ziemlich durchgekühlt und ist irgendwie nach zwei Akkus oder so schon am Frieren. Und wenn man im Auto sitzt, auch wenn das Auto aus ist, hat man ja trotzdem noch eine gewisse Grundwärme mit drin. Man ist dem Wind nicht ausgesetzt, und wenn man sich dann ein ordentliches Videobild mit reinholen kann über ein Kabel, dann ist es, glaube ich, doch ein relativ guter Schritt. Man sollte dann natürlich nicht vergessen, mit was man sonst fliegt, mit was für einer Funke man fliegt, weil auch mit FreeSky oder mit FlySky aus dem Auto raus ist vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl, aber dazu gibt es auch Verlängerungen, die man sich dann zum Beispiel auch aufs Autodach oben drauf pappen kann. Für Crossfire natürlich auch. Ja, wenn man dann, Wenn ich. also du sitzt im Auto, Ja. bist faul, jetzt ich armer Mensch, habe kein eigenes Auto, ich muss draußen sein. Ich weiß, du hast auch was, um deine Fingerchen warm zu halten, wenn du mal nicht in deinem schönen Auto sitzen kannst. Muss ich das jetzt hier erzählen, was ich da habe? Pfeffi vielleicht. Hast Das vielleicht mehrere ist Sachen? glaube ich, so das most sexy Teil der ganzen FPV-Szene. Das ist wir haben ihn liebevoll Funkenmuff genannt. Und zwar ist es tatsächlich einfach nur ein kleiner Muff, also wie eine Art Muff, und du kannst da quasi deine Fernbedienung mit reinpacken. Du hast oben eine durchsichtige Folie also durchsichtig, dass du auf das Display von deiner Funke draufschauen kannst. Und du kannst links und rechts deine Hände reinstecken, kannst die Fernbedienung super easy bedienen, und es ist eigentlich wie ein dicker Handschuh, in dem deine Fernbedienung mit drin steckt. Gibt es, glaube ich, irgendwie für einen Zehner beim lustigen Kinemann. Kann man schon machen. Schaut halt scheiße aus. Ja gut, ich meine, du hast eine Brille auf, du siehst ja sowieso nicht, wie die anderen Leute dich verwirrt anschauen. So gesehen, komm mal damit durch, ne? So, und wenn gar nichts mehr hilft, dann dopst du dich auch noch, oder was ist so Genau, dein dann hau ich Tipp? mir einfach noch einen Schnaps rein. Möglichst kein Pfeffi. Dem hat der Paddy und ich, da haben wir schon schlechte Erfahrungen gemacht. Also Pfeffi und Maschinen bedienen ist nicht so gut. Es ist immer nur der Letzte, der schlecht Ich ist, bin's merkt ihr doch. das? Ja, das kann sein. Bei mir Ah, war, glaube ich, das okay. Not Kann Binnen auch Pilz sein. schlecht. Oder die Mischung. Die Mischung Die macht's, Mischung ja. macht's ja. Ja gut, jetzt haben wir natürlich einen Haufen über die schwachen Menschen gesprochen, aber unsere kleinen fliegenden Freunde, die müssen natürlich auch ein bisschen geschützt werden. Wobei das ja nicht unbedingt ein reiner Wintertipp ist. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass man auch im Sommer durchaus Kontakt mit Wasser und Feuchtigkeit haben Dann kann. Habt ihr denn noch irgendwelche coolen Tipps, was man da machen Mein kann Nummer bei 1 seinem Tipp ist lieben halt Pfeffi? einfach nicht so scheiße fliegen, dass man ins Wasser fällt. Ne? Das ist natürlich meine Taktik. Aber ich glaube, Stefan hat da auch noch eine technische Lösung.
Ja, es muss ja nicht unbedingt gleich ins Wasser geflogen sein, sondern es kann ja auch sein, dass du einfach auf einer feuchten Wiese landest oder im Schnee. Und da hast du halt echt tatsächlich dann die Herausforderung, dass wenn du im Schnee landest, hast du erstmal eine komplette Ladung Schnee im Stack mit drin und das ist natürlich auch Wasser und Wasser und Elektronik verträgt sich nicht so gut, habe ich gehört. Haben Ja. jetzt gleich mal eine Frage hier an unsere Zuschauer. Das habe ich mich schon mal gefragt. Ja. Destilliertes Wasser leitet ja nicht. Es leitet im Wasser ja der Dreck, der aufgelöst Na ist, klar, leitet weil ich ins stand ja Schnee. daneben mit meinem Auto, was gebrannt hat. Und da so viele Ja. kleine Partikel in die Luft abgegeben, Okay. dass es kein destilliertes Wasser mehr ist oder kein destillierter Schnee mehr ist, Nein, also sondern der hat jetzt hier dann. müssen wir mal. Da leitet kein Dreck, sondern es sind die Ionen, die im Wasser gelöst sind. Das ist jetzt schon. Ja, Ja, das sagt Ionen jeder sind hier. Dreck, Okay. Ganz einfach. Kleine Drecksionen, die aus dem Auto Ungebildeter rauskommen. Mensch sagt Guck das. mal, es hört uns vielleicht auch. Uns Ja, hören auch okay. Maschinenbauer zu. Also, Da muss man also das schon ist das, Dreck was er sein. Das verstehe ich leitet. sonst nicht. Und Ja, aber die sind ja im Schnee nicht beweglich, oder? ja, bedingt. Also ich glaube nicht, also ich glaube, so Ja. Schnee an sich leitet jetzt erstmal tatsächlich gar nicht so, also per se. Aber das Problem ist natürlich, in unseren Computern läuft Strom. Und wo Strom läuft, entsteht Wärme. Ihr wisst selber, so ein VTX wird sehr, sehr schnell sehr, sehr warm. Und ich glaube, das Problem ist tatsächlich nicht der Schnee selber, sondern eben der Schnee, der dann irgendwie auf dem Flight Controller sitzt Was oder dann auf dem schmilzt. VTX, dann sofort natürlich schmilzt, weil der VTX irgendwo seine 40, 50, 60 Grad hat. Flight Controller, der Chip wird auch recht warm. ESC sowieso. Und das heißt, das schmilzt natürlich sofort. Da reicht ja auch schon ganz, ganz wenig, weil wir sind ja ganz, ganz feine Verbindungen und die Flight Controller, das liegt ja alles offen. Und da reicht natürlich dann schon ganz, ganz wenig Feuchtigkeit aus. Und natürlich hat auch Schnee, da sind auch Ionen gelöst. Also es ist jetzt nicht, es schneit bei uns kein destilliertes Wasser und es regnet auch kein destilliertes Wasser. Und dadurch ist natürlich Regenwasser oder Schneewasser, wenn es dann, also Schnee, der geschmolzen ist, quasi leitfähig. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Ich sehe schon, dann machen wir jetzt erstmal ein paar Feldversuche. Wir versuchen jetzt mit Schnee aus Schnee Leiterbahnen zu bauen. Ich habe die These, dass Schnee an sich, egal was jetzt da drin gelöst ist, nicht leitet, weil das Zeug nicht beweglich ist in dem Schnee. Aber wir schweifen ab. Steffi, Wir was können es machen wir aber denn jetzt, tatsächlich, dass wenn das es das Zeug nicht erste Mal hier bei wegbrennt? uns schneit, dann setzen wir uns raus und basteln uns mal einen Versuch auf und dann können wir das ja das Ganze filmen. Und in der nächsten Episode können wir ja mal. Geil, ich Na? will schon mal die 1-1. Ich will schon mal die 1-1. Es brennt, es brennt. Oder jemand ist tot. Nee. Aber Okay, aber ja, was was man machen wir gegen jetzt das gegen das Brennen Brennen? machen ist, man kann sich ja den Kopter auch entsprechend schützen. Es gibt da so ein schönes flüssiges Plastikspray, das heißt glaube ich Plastik 70. Gibt es in jedem Ja, gut Plasti-Dip sortierten. nennen es manche, also hat mehrere Namen. Ja, Plasti-Dip, Hydro. Nee, nicht Hydro-Dip nicht, das ist was anderes. Plasti-Dip oder eben Plastik 70 oder Conformal Coating. Genau, Und das ja. kannst du dir über deine Elektronik drüber schmieren, drüber sprühen. Das stinkt wie Sau, das sind extrem viele Lösungsmittel mit drin. Das heißt, man sollte nicht direkt unmittelbar danach den Kopter anstecken, weil ein kleiner Funke könnte das Ganze dann entzünden. Aber wenn man es ein bisschen getrocknet hat, dann hat man so eine ganz, ganz dünne, glänzende Schicht über seinen Komponenten und die ist dann tatsächlich wasserdicht und leitet nicht und kann den Kopter dann auch schützen, wenn er mal ins feuchte Gras oder irgendwas fällt. Ins Wasser direkt würde ich ihn nicht reinhalten, weil es sind dann wahrscheinlich auch noch ein paar andere Sachen, die kaputt gehen. Die Linse oder die Kamera läuft voll. Ja, es ist insgesamt vielleicht nicht zu empfehlen, den Kopter trotz Plasti-Dip ins Wasser zu schicken. Aber so gegen das in Schnee eintauchen, auch wenn er nicht leiten sollte, oder gegen das Landen im feuchten Gras, hilft auf jeden Fall so ein geschützter Kopter mit Plastik 70 oder mit dem Conformal Coating eben. Was an dem Plastik 70 auch cool ist, es gibt ja so Beschichtungen für Leiterplatten, gibt es ja wie Sand am Meer, aber es sind viele dabei, die kann man nicht durchlöten. Und das Gute ist an dem Plastik 70, wenn du im Lötkolben drauf gehst, dann verbrennt das Zeug wieder und du kannst ganz normal wieder an die Lötstelle, die unter dem Plastik Das 70 ist, stimmt. ran. Da hatte Crazy Chris hat einen ziemlich coolen Tipp gehabt, der hat von seiner Freundin eine leere, was war's, Nagellackflasche genommen, die natürlich gesäubert war. Das Zeug da reingesprüht, weil ich habe bei mir das Problem, dass ich es noch nie vernünftig geschafft habe, das aus einem Pinsel, den ich benutze, wieder auszuspülen. Und wenn es in diesem Nagellack, in dieser Flasche drin ist und der Pinsel drin ist, dann bleibt es flüssig und dann machst du die Pinsel nicht Das kaputt. stimmt. Also Chris, mal raus mit deinen Nagellackflaschen. Meine? Ich habe keine. Ja klar, deine. Die ist mir schon Ja. aufgefallen. Okay, wenn ihr noch weiter über euren Nagellack sprechen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich würde jetzt fast
sagen, wir schauen einfach mal, was uns 2020 bringt, oder? Ja. Zumindest so einen kleinen Überblick, weil wir waren, haben uns, glaube ich, ein bisschen verplappert, weil wir die ganze Zeit über Ja, ist auch irgendwelche mal Sachen laufen gelassen. Ja, getan die erste haben. Ja, Folge. jetzt Ich sind finde, wir in schon der ersten wieder. Folge muss das mal sein, dass die Leute gleich mal wissen, dass der Penny ein Dulli ist, weil sonst Wir sind haben da nie das gesagt, völlig es dauert nur falsche eine Bild. Stunde. Ja, weiß nicht. Was? Was, eine Stunde? Lang. Wir haben nie gesagt, Ich bin nur für eine Stunde bezahlt ja, worden. okay, also Paddy ist jetzt raus. Chris, wir reden weiter. Dann wird es eh entspannter. Ich wollte gerade sagen, dann ist es hier auch mal ein bisschen professioneller, weil ich meine, mit Paddy, komm. Seien wir mal ehrlich, der Mann ist alt und verwirrt, Oh dem Mann, kann man nicht mehr. wer braucht doch mein Gesicht? Sein Radiogesicht. Ja, jetzt ist die Frage, sollen wir überhaupt in der Folge hier noch über Technik Ja sprechen? Ich klar, meine, logisch. das heißt, wir Mach machen mal. eine Oder habt ihr XXL-Folge. keine Zeit mehr? Nee, ich habe Zeit, aber die Frage ist, ja, okay, dann machen Klar, wir eine dann noch Zeit. XXL-Folge. Ja, 2020, ich würde jetzt einfach mal mit dem Thema Videotechnik anfangen. Das ist, glaube ich, gerade so in den letzten Wochen und letzten ein, zwei, drei Monaten so das heißeste Eisen in der FPV-Welt gewesen. Wir hatten vorhin es auch schon ganz kurz angesprochen. Bisher war eigentlich der Stand der Technik, dass alle, die was auf sich haben halten lassen, sind irgendwie Fatshark geflogen und hatten dann vielleicht noch ein Rapid-Fire-Modul da drin. Dann bist du bei, weiß ich nicht, 600, 700 € um den Dreh und hast halt eine Akriteltechnik, so wie früher Opa Fernsehen geschaut hat. Es gab auch schon HD-Systeme. Connex war so das in Anführungsstrichen erfolgreichste, weil es auch nicht wirklich erfolgreich war. Hatte viele technische Probleme, war nicht zuverlässig. Hat geruckelt, war mehr so, da passiert was, aber wirklich erfolgreich war es nicht. Also wir haben es, wie gesagt, auch nur da einmal gesehen und auch auf Events sieht man es gar nicht. Also das war überschaubar. Und dann ist etwas passiert, womit eigentlich keiner gerechnet hat, nämlich DJI hat ein Die böse FPV-System auf den Marke. Markt gebracht. Ja, und zwar DJI, die eigentlich von den ganzen FPV-Piloten immer so ein bisschen belächelt werden, weil alle Leute, die DJI-Fotokopter oder Fotodrohnen kaufen, eigentlich keine echten Piloten sind. Und ja, da gibt es viel, viel, was man jetzt sagen könnte. Möchte ich eigentlich gar nicht drauf eingehen, aber nur, wie gesagt, DJI ist eigentlich dafür bekannt, konsumerfreundliche Einsteiger, also Fotokopter oder Fotodrohnen zu bauen, mit denen jeder mit wenig bis keiner Erfahrung sehr, sehr schnell in die Luft geht, um dann schöne Aufnahmen zu machen vom Urlaub, vom eigenen Haus oder von sonst was. Aber eben alles Von der quasi Nachbarin. Plug and Play, wenig, wenig, das ist kein Eigenbau notwendig. Also du kaufst dir das Ding, letzten Akku steckst ihn rein, musst irgendwie 27 Updates aus dem Internet runterladen und dann geht's los. Also musst da nicht selber löten können oder groß verstehen, wie ein Flight Controller funktioniert. Das macht das Ding alles für sich. Und DJI hat, ja, über Nacht möchte ich schon fast sagen, ein digitales FPV-System auf den Markt gebracht. Mit eigener Brille und eigenen, nennt sich DJI Air Unit, das ist das Kästchen, was quasi im Copter unterwegs ist und an das eine spezielle Kamera angeschlossen werden muss. Da gehen zwei Antennen raus und dann hat man eben sein System. DJI hat dazu quasi in Verbindung auch eine eigene Funke nochmal rausgebracht, die basiert letzten Endes auf den Fernbedienung, die DJI schon für andere Modelle eben rausgebracht hat. Das heißt, man kann den kompletten Steuer- und Videolink über diese Air-Unit laufen lassen und braucht dazu dann eben noch passend die DJI-Goggle-Brille und eben auch die DJI-Funke. Man kann aber auch diese Air-Unit quasi als glorifizierten VTX verstehen und weiterhin seine Taranis oder Futaba oder was weiß ich was benutzen und nutzt quasi dann dieses DJI-System nur wirklich für den Videolink. Am Anfang war so ein bisschen so, mal gucken, keiner wusste so genau, was das System kann. Und dann kamen so die ersten Videos, dann war erstmal noch der Hate recht groß, so, ja, das ist ja alles gestellt und gar nicht echt und irgendwie mit der GoPro aufgenommen und dann so getan, als wäre das von dem System. Und dann kamen immer mehr Videos und man hat festgestellt, oh, die Qualität ist tatsächlich da. Also gab am Anfang so ein paar Startschwierigkeiten mit Latenzschwankungen und so weiter und so fort. Aber DJI hat da schon so, ich glaube, so ein paar Firmware-Updates werden es schon gewesen sein und es wird tatsächlich richtig gut. Und wir hatten ja alle auch schon den Luxus, dass wir mal bei uns am Platz mal so eine DJI-Brille aufsetzen durften und mal eine Runde mit einem Quad drehen. Und ich muss sagen, also ich war echt baff im ersten Moment. Man setzt diese Brille auf und hat das Gefühl, man guckt eben daheim auf seinen Fernseher oder auf seinen Computermonitor und schaut eben erstmal irgendwie GoPro-Footage an. Und dann stellt man fest, oha, das ist ja live. Und hat DJI ziemlich abgeliefert. Und am Anfang gab es noch den Vorwurf, ja, analog wird nicht mehr unterstützt. Und ja, die DJI-Brille unterstützt analog nicht, hat aber einen Video-In-Stecker-Buchsen-Gedöns
Und durch ein Firmware-Update haben sie auch die Latenz in den Griff bekommen. Das heißt, wenn man einen analogen Receiver hat, wie ein Fusion- oder Rapid-Fire-Modul, kann man das einfach über ein Kabel anschließen und hat dann quasi auf der DJI-Goggle seinen analogen Video-Feed. Und dieser Release von DJI hat, glaube ich, viele sehr überrascht. Fetchark hat dann irgendwie in verzweifelter Panik ihr HD-System in Anführungsstrichen angekündigt. Das hat dann nochmal ein paar Monate gedauert. Nennt sich, glaube ich, Bitefrost, wenn ich mich nicht Bitefrost irre. heißt es, genau richtig, ja. Genau. Ich hatte es selber noch nicht in der Hand, ist aber jetzt, glaube ich, immer noch in so einer Art Beta-Status. Fetchark hat das auch so verkauft mit dem Hinweis, dass das alles noch Beta und eher für Enthusiasten ist. Also noch weit weg von dem, was DJI im Genau, Moment das anbietet. fand ich sehr krass, Ja. weil Fetchark ja wirklich so ein bisschen im Zugzwang gewesen ist, weil die gesehen haben, DJI schlägt voll ein, jeder steigt auf DJI HD um Ja, und ich dann glaube gar haben die nicht, dass es unbedingt tatsächlich. dieses Umsteigen war. Ich glaube, es war dieses Oha, da ist jetzt ein System, was ernsthaft was kann. Also ich glaube, ich habe jetzt so viele noch gar nicht gesehen, aber allein diese Präsenz und diese Macht, die hinter DJI steht, als Ja, weltweit genau. größter Anbieter Die haben von einfach Schiss Consumer-Drohnen. bekommen. Die haben einfach wahrscheinlich Schiss Ja. bekommen und haben gesagt, Mist, wir müssen unser Produkt, was noch nicht fertig ist. Und so haben sie es tatsächlich. Und das finde ich eigentlich echt krass, dass du als Firma so die Hosen runterlassen musst. Die haben wirklich gesagt, hey Leute, wir verkaufen unsere ersten, ich weiß nicht, 500 Units oder irgendwas. Und sowas da. Ihr seid die offiziellen Beta-Tester, aber ihr dürft den Genau. vollen Preis oder fast den vollen Preis zahlen. Und das Ja, finde ich halt das war schon nicht günstig. Also es ist nicht so, dass sie gesagt haben, hier mit heftig. dem Fofi bist du dabei, sondern ich glaube, es lag auch bei 300, Ja. 400 Euro das System. Ja, also Und ich da glaube, musst du echt Fetchark die hat es da Hosen voll haben als ziemlich. Firma, dass du so einen Schritt gehst und sagst, hey, wir schmeißen ein Produkt, wo wir selber wissen, dass es noch nicht fertig ist, wir schmeißen es auf den Markt. Gut, ich meine, TBS hat das jetzt auch gemacht mit dem Fusion-Modul, aber sei es Ja, drum. ist ein anderer Maßstab. Aber das war Meine wirklich, Fusion fürs also Jahr, da Frau. hat, glaube ich, Fetchack wirklich einen ordentlichen Stift in der Hose gehabt. Genau, und kurz danach, nachdem sie hier ihr ByteForce angekündigt haben, kam ja dann die glorreiche Neuerung, möchte ich schon fast sagen. Fetchack hat die HDO2 angekündigt und mittlerweile auch angefangen auszuliefern. Ist eine quasi der Nachfolger der HDO. Es ist also auch OLED-Panels mit einer entsprechenden Display-Auflösung. Und mit dem magischen Power-Button, das heißt, es ist nicht mehr zwangsweise notwendig, dass man irgendwelche Kabel reinfriemelt, sondern es ist tatsächlich so, dass diese Brille nach 100 Jahren gefühlt einen Knopf bekommen hat, mit dem man sie an- und ausmachen kann. Das war die große Neuerung von Fetchark. Ja, und damit haben sie nicht nur auf DJI reagiert, sondern auch auf den anderen großen Konkurrenten, der im Sommer, Herbst mit etwas Stolperstein quasi in den Markt getreten ist, und zwar Orca mit ihrer FPV1. FPV1, also das ist das Kickstarter-Projekt von der Firma Orca, wurde, glaube ich, Anfang 2019 gestartet, initiiert und ist damals mit dem Spruch angetreten, die beste Brille zu bauen, die überhaupt auf dem Markt ist. Und ich sage mal, hätte es DJI nicht gegeben, wären sie das jetzt auch. Also ich hatte jetzt noch nicht die Chance, eine in die Hand zu nehmen, aber was man so in Videos sieht und die Specs liest, ist das ja durchaus ein sehr interessantes Produkt. Ja, aber ich bin gespannt, wie die Jungs sich jetzt schlagen werden. Kommen wir gleich, glaube ich, auch noch dazu. Aber erstmal, wie gesagt, der Release der Brille hat sich immer wieder verzögert. Es gab immer dubiose Aussagen, auch irgendwelche Schalter waren nicht geliefert und dies war nicht da und das war nicht da. Was da genau im Hintergrund gelaufen ist, wird man nicht mehr erfahren. Fakt ist, die Brille wurde jetzt angefangen auszuliefern. Die ersten haben sie schon, sind zufrieden. Und ja, dann hat eben Fetchark reagiert mit der HDO2 und das ist natürlich schon spannend, weil beide die gleichen Displays verbauen. Also von den, wenn wir jetzt mal rein auf die Bildqualität schauen und nicht anders drumherum, sind die auf dem gleichen Niveau. Orca hat den, in Anführungsstrichen, Nachteil, sie, oder was heißt Vorteil, oder ist es der Fakt, sie produzieren in der EU. Das heißt, da gibt es keine Möglichkeit, da fallen natürlich die entsprechenden Kosten einmal zur Fertigung an, und aber auch so Themen wie Steuern und so ist natürlich da nicht einfach rumzugehen. Wenn Fetcher kommt aus China, das heißt, wer bei nämlich Hände aus China bestellt, beim guten Chinamann, und dann so dreist ist, die entsprechende Steuer nicht abzuführen, bekommt die Fetcher HDO2 für 200, 250 Euro weniger, als es die Orca kostet. Und dann brandete natürlich in den letzten Wochen eine sehr, sehr heiße Diskussion auf. Ja, sind diese 200 oder 250 Euro mehr für die Orca das wert, die Unterschiede? Und
Da könnte man jetzt wahrscheinlich einfach eine ganze Sendung schon mitfüllen, allein mit diesem Thema. Und aber nur so viel sei jetzt von meiner Seite mal gesagt. Die Fat Shark, ich sag mal, da weißt du, was du hast. Du kriegst eine Standard Fat Shark Brille, eben mit entsprechend guten Displays, mit den besten Displays, die Fat Shark jeher verbaut hat, und das war's. So, da wird nichts großartig Neues sein. Der Formfaktor ist der gleiche wie immer. Das DVR, das gleiche Schrottige wie immer. Ja, man kriegt das, was man hat, und man weiß, okay, die Brille habe ich dann und ich werde damit mich nicht mehr großartig irgendwie beschäftigen müssen. Sie funktioniert einfach. Wie so ein Orca, BMW, den kaufst du halt, funktioniert, läuft, lässt genau, sich rein, Schlüssel rein, fährt. exakt, machst aber auch nichts mehr damit. Und Orca verfolgt so ein bisschen das Prinzip, dass ihre FPV One jetzt so eine Art Basis ist und sie jetzt über Firmware-Updates und so weiter auch in Zukunft neue Funktionen bringen möchten, die quasi relativ Softwarelösungen quasi das ermöglichen, andere Features zu nutzen. Was sie angeteasert haben, war zum Beispiel so als kleines Gimmick, dass man über den Head-Tracker in Zukunft bei den DJI-Fotodrohnen oder Fotocoptern die Kamera bewegen kann. Das heißt, man kann oder man soll, das gibt es alles noch nicht, aber man soll irgendwann mal seine Orca-Brille aufsetzen, also FPV-1-Brille aufsetzen können und kann dann quasi mit seiner DJI Mavic irgendwas irgendwie rumfliegen und dann mit der Kopfbewegung die Kamera bewegen und quasi das filmen, was man tatsächlich sieht. Und ja, dann sind eben noch so Sachen dabei, 60 FPS DVR und hau mich blau und schieß mich tot. Das heißt, Ist aber die schon drauf, FPV, oder? das ist drin, ja, klar. Und es gibt dann noch so ein FPV Connect-Modul, das gibt es noch nicht, das soll es auch geben, das dann Kommt auch in irgendwie 2020, oder? ja, genau. Das soll irgendwie so ein bisschen ermöglichen, dass du zum Beispiel dein Videofeed live auf dein Handy streamst und von dort auf Facebook und Twitter hochlädst, sozusagen live, also vielleicht für Events ganz interessant. Firmware-Updates soll man auch übers Handy machen können. Da ist noch ganz, ganz viel, wir wollen irgendwann dabei. Also die wenigsten dieser Funktionen gibt es jetzt, zumindest in der Released-Version schon. Es mag irgendwelche Alpha-Beta-Firmwares geben, aber so für den normalen User gibt es das meiste noch nicht. Das heißt, im Moment kann man sagen, wer sich jetzt entscheiden muss zwischen Fat Shark HD-O2 oder Orca FPV1, muss ich halt überlegen, ob er im Moment 200 € plus minus in zukünftige Features investieren möchte oder ob er sagt, okay, nee, ich will eigentlich jetzt nur das haben, was ich halt kenne und mir ist egal, was vielleicht in einem halben oder in einem Jahr mit der Brille möglich wäre. Der würde wahrscheinlich eher zur Fat Shark tendieren. Glaubst Und wie du, gesagt, dass dass nächstes Jahr überhaupt noch das analoge Videobild so krass gehypt wird? Oder meinst du, dass das jetzt ja, also so ein schleichender Übergang auf das Digitale geht? Weil wir haben es jetzt in der WM in Shenzhen haben wir gesehen, dass das DJI wohl irgendwie auch seine Lizenzen verkauft und Caddx jetzt mittlerweile auch eine Kamera hergestellt hat, die genau, das ist man ja auch mit dem der, DJI-System verbinden kann. ja, das ist auch eben der Grund, warum ich sage, vielleicht ist da doch die Orca wieder ein Vorteil, weil angeblich, da gibt es nichts Offizielles, es wird so ein bisschen gemunkelt, arbeitet eben Orca auch mit DJI zusammen und vielleicht gibt es ja tatsächlich irgendwann mal einen DJI-kompatiblen HD-Receiver für die Orca-Brille und man stelle sich mal vor, ich könnte für ein Modul, weiß ich nicht, 100, 150 € ausgeben und hätte damit irgendwie den DJI HD empfangen, vielleicht Caddx hat ja auch schon einen VTX angekündigt, der DJI-kompatibel ist. Das heißt, ich brauche gar nicht mehr unbedingt die DJI-Goggle dafür, sondern vielleicht reicht mir ja dann, also das heißt, reicht, kostet gleich viel letzten Endes, die Orca und habe dann quasi das Beste aus analoger und digitaler Welt. Ich glaube, und da kann vielleicht Paddy auch noch was dazu sagen, aus technischer Sicht wird analog jetzt nächstes Jahr nicht verschwinden. Das DJI-digitale System ist im Moment noch relativ groß und sperrig, möchte ich sagen, zumindest was jetzt unsere Quads angeht. Das heißt, für alles unter 5 Zoll schwierig. Also es gibt auch, ich weiß, es gibt, irgendwo hat jemand einen 3 Zoller gebaut und irgendjemand hat das Ding auch schon zerlegt und gestrippt und dann auf irgendwo noch was Kleineres gebaut. Ja, aber ich sag mal so, der Standard-Copter-Pilot wird wahrscheinlich alles unter 5 Zoll damit nicht hinbekommen. Und damit ist es natürlich digital erstmal raus für alles, was irgendwie Whoops sind, Cinepix, Toothpicks, irgendwas, also alles, was eben kleiner ist, wird erstmal, denke ich, in 2020 noch analog bleiben. Und ja, auch alles, also wie gesagt, das Thema variable Latenz, da sind sich die Leute auch nicht einig. Die einen sagen, ja, DJI hat eine variable Latenz und ja, man merkt es. Die anderen sagen, nein, man merkt es nicht. Und die Dritten wissen nicht, wie man Latenz schreibt.
Fakt ist aber, ich zum Beispiel jetzt als reiner Racing-Pilot, mir ist das System im Moment einfach noch zu groß. Ich bin quasi auf DJI festgesetzt, festgebunden und ich bringe es gar nicht in meinen Quads unter. Und dementsprechend ist es für mich im Moment einfach noch vollkommen uninteressant. Und der andere Punkt, der natürlich vielleicht für Racer auch interessant ist, wie wird das Ganze dann auf Events laufen? Im Moment unterstützt DJI nur, oh, ich glaube, sieben Frequenzen, acht Frequenzen, irgend Acht sowas. Frequenzen. Ja, du kannst so acht Die fliegen. allerdings nicht sich an den regulären Frequenzen orientieren. Das heißt, es gibt normalerweise auch Events, das klassische Raceband. Wer sich ein bisschen mit FPV auskennt, weiß, das sind eben acht Frequenzen, die über dem regulären Frequenzband möglichst gleichmäßig verteilt sind. Das hat DJI nicht. Das heißt, auf einem Event wird einem Raceband 5 zugeordnet. Wenn du natürlich dann mit deinem DJI VTX dastehst und sagst, ja, ich kann aber nicht Raceband 5 fliegen, ja, was passiert denn dann? Ja, aber das sind Genau, ja aber. organisatorische Sachen. Also es gäbe halt dann kein Raceband, sondern es gäbe halt dann sieben Genau, Frequenzen, das die hat, halt dann ja, wieder mit aber DJI passen. Also das ist ja ja, das das geringste schon. Problem dran. Die Frage ist dann halt eher so Sachen wie, es gibt ja so Effekte, weil bei dem DJI-System sendet ja Ja, tatsächlich auch genau. die Brille was zurück. Also das dann, das hat man auch zum Beispiel Stefan, als, weil wir waren am Sonntag beim Freestyle ein bisschen unterwegs, dass dann teilweise das DJI-System jemand analoges stört, Echt? der in der Nähe steht. Ja, du Das sind dann musst, eher glaube so die ich, Sachen, mindestens die 2 Meter beim Abstand Racen, halten. Und aber nochmal zurück zu dem Event. Ja klar, wenn ich jetzt sage, okay, ich fliege nur DJI, dann ist es wieder einfach, weil dann, ich glaube, die sortieren sich sogar selber die Systeme. du kannst ihn nicht mischen. Nee, das Aber genau, geht du auch kannst viel halt, aus dem glaube ich, auf so einem Zeitrechnen. Event nicht einfach mischen. Und ich glaube, was halt bisher immer der große Vorteil Wieso bei solltest du Events das war, es nicht war eigentlich können? wurscht, was du für Technik hattest. Du hast eine Frequenz zugewiesen bekommen, hast umgestellt und kannst dann mit den Leuten fliegen. Und auch wenn man irgendwie auf eine Wiese geht und da irgendwie Leute trifft oder man trifft sich hier in München oder sonst wo und baut einen kleinen Track auf. Dann wird da irgendwie ein Zettel hingehängt. Es gibt irgendwie Raceband 1, 3, 5 und 8 und jeder sucht sich eine der vier Frequenzen aus. Und wenn natürlich dann jemand kommt und sagt, ja, aber ich kann nur DJI-Band schieß mich tot fliegen und störe damit drei andere Frequenzen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, im Moment ist es. Aber das ist ja, wie gesagt, das kleinste Problem. Also Ja, das ist ja aber reine im Moment ist organisatorische es halt noch Geschichte, dass so. irgendjemand eine Also, ich meine, Frequenztabelle baut. DJI. Nee, also daran scheitert es Ja, garantiert nicht. die Frage ist halt, Das, ob weil, DJI. ja. Ich meine, jetzt könnte man natürlich dann, wenn du sagst, daran scheitert es nicht, warum hat DJI dann nicht von vornherein zum Beispiel die Raceband-Frequenzen genommen, wenn sie doch. Also, ich denke, Du weißt DJI. ja gar nicht, du weißt ja nicht, was sie für Also blöd Frequenzen gesprochen würde haben. ich Die sagen, haben dass die doch, und wahrscheinlich die nicht sind so. bekannt. Die kannst du Ja, nachschauen doch, und das die steht liegen schon alle irgendwo. so irgendwo im Raceband-Bereich, aber eben nicht auf den. Getippt würde ich sagen, die haben für irgendein Land die legalen Frequenzen genommen und haben die möglichst gleich, also gleich mit gleichem Frequenzabstand aufgeteilt. Also So wird es halt lösbar ist es wahrscheinlich sicher. Die liegen Frage ist und halt, wenn natürlich DJI sagt, nö, wir bringen kein Firmware-Update raus, dann ist die Sache halt gestorben. Ne? Also musst du auch nicht, dann nimmst du einfach die sieben Frequenzen, die DJI kann und nimmst die analogen Sender können wahrscheinlich auch die sieben Frequenzen. Ob das das ist jetzt halt zwei die Frage, Megahertz ne? links und Wie rechts gehen daneben Events ist, das ist dann damit ja auch schon um in wurscht. Zukunft? Also ja, machbar ist vieles. Es ist klar, es ist eine organisatorische Sache, aber bisher war es halt in der Community sehr, sehr einfach und vielleicht wird es dadurch ein Stück weit wieder komplizierter. Und wie gesagt, das, was auch Stefan schon gesagt hat, dadurch, dass die Brille ja auch selber sendet, hast du halt vielleicht wirklich das Problem, dass du einfach nicht nebeneinander sitzen kannst. Und das ist, finde ich, auch schon ein Aspekt, den man Ja, jetzt gar das nicht so kannst du in der unterschätzen Tat darf. nicht. Also Also du brauchst in der Tat, wenn du zu mehreren mit dem DJI-System fliegst, brauchst du so 2, 3 Meter Abstand untereinander, was natürlich ein sehr schöner sozialer Effekt ist. Nicht neben ne. dem stinkenden Konkurrenten direkt neben dir, sondern du hast halt einfach ein bisschen Platz. Ja, und wenn ich jetzt aber überlege. Wobei du jetzt ja sagen musst, dass der DJI-Pilot, von dem wir am Sonntag gehört haben, der war ja mit, glaube ich, wie 1200, sind glaube es, ich. was kann, Das macht es nicht 1200 besser. Milliwatt unterwegs? Nee, aber es Das soll wohl generell so eine Sache sein, eben dadurch, dass spielt die vielleicht beim auch mit rein. Senden. Ja, ich glaube, es wird spannend. Also ich glaube, es ist gut für die, für die Indust also für unser Hobby, dass da jetzt was passiert. Ich glaube auch, dass Fat Shark nachlegen muss, um sich da noch irgendwo behaupten zu können. Spätestens jetzt eben mit Orca und auch mit der DJI-Brille, die analog ermöglicht. Und ich glaube, jetzt für uns als Piloten und Konsumenten dieser Technik, wird, denke ich, so 2020 sehr, sehr spannend. Konkurrenzbelebtes Geschäft, vielleicht wird es günstiger. Mal schauen. Vielleicht kommt auch noch ein ganz anderer Player irgendwie auf den Markt. Vielleicht hat noch jemand anders die Lizenz Auch, erworben ne? oder DJI haut vielleicht eine V2 raus und wir sagen alle in einem halben Jahr: Gott, wie wart ihr so blöd und konntet euch keine DJI-Brille kaufen? Vielleicht ist in einem Jahr, sagt DJI auch: Nee, das ist alles ein Scheiß, wir unterstützen das Zeug nicht mehr und damit ist das System vielleicht wieder gestorben. Man weiß es nicht. Ich glaube es nicht, aber man weiß.
ja, ich glaube, keiner von uns kann so wirklich in die Zukunft sehen. Und ich glaube, für uns ist es schon eine gute Zeit. Ich möchte jetzt im Moment nicht in der Position sein, irgendwie zu sagen, ich fange jetzt neu an, was soll ich mir denn jetzt kaufen? Da würde ich mich jetzt im Moment tatsächlich schwer tun, vor allem wenn jemand sagt, er möchte quasi Geld investieren, also jetzt so eine Budgetlösung mit einer eShin EV 800, das ist jetzt was anderes, aber wenn jemand sagt, okay, ich bin bereit, ab 500 € aufwärts für Brille und Co. zu investieren, dann glaube ich, ist es gerade schwierig zu sagen, kauf das eine oder kauf das andere. Also je nachdem, wann wir diese Folge jetzt hier ausstrahlen und wann ihr zuhört, kann es sein, dass sich natürlich das alles schon erledigt hat. Oder ihr sagt, oh, okay, vielleicht warte ich doch nochmal ein, zwei Monate bis, weiß ich nicht, März, April nächstes Jahr, so, wenn auch die Tage wieder so sind, dass man vielleicht ein bisschen länger fliegen kann und investiert dann. So meine Meinung im Eine Moment coole Geschichte. Also ich zu glaube, es dem ist echt System. spannend, vor allem wenn wir uns in einem Jahr das einfach nochmal anhören, weil wir sagen, hey, wir wollen es nochmal anhören. Ich glaube, das wird echt interessant, weil wir dann halt auch mehr wissen. Ich bin da voll bei dir. Also ich bin da total gespannt, was kommt, wo sich das Ganze hin entwickelt. Gibt es eine eigene Liga, eine eigene DJI-Liga? Ja, genau. Also Also vielleicht sagt ich DJI auch, okay, wir machen so ein bisschen wie DRL und DCL gibt es halt die DJI DJI Pro League oder sowas und promoten dieses System. Ich meine, sie haben ja mit Rotor Riot, ich glaube, das ist so ein bisschen wahrscheinlich der bekannteste YouTube-Channel für FPV oder unter den bekanntesten auf jeden Fall, haben Ja, sie ja eben auch schon so eine unter. Partnerschaft. In jedem Video haben die das jetzt gefühlt irgendwie gehypt und sagen, ja, ist das cool und hier und da und schau mal. Ja, vielleicht sagt ja, auch nächstes Jahr, wir legen irgendwie, weiß ich nicht, $200.000 hin oder ich weiß nicht, wie viel man dafür braucht und macht irgendwie 5 Show-Events im Jahr, wo man sagt, hier fliegen alle DJI und das ist besonders krass und geil und Ja, ja, wie gesagt, ich vielleicht glaube, sitzt man ein. so ein Format wie die Also DRL oder so wäre ja, glaube ich, auch ja. interessant dafür, weil du ja dann auch wirklich einen HD-Live-Feed von den Kameras oder von den Racern hättest. Genau. Und der soll ja Also auch, wie ich. gesagt, gut sein. Also das ist ja nicht, dass Ja. wir hier über Connex-Qualität sprechen, wo man echt sich Nee. geschüttelt hat, sondern also alles, was man sieht und auch was wir ja selber schon erlebt haben, war ja wirklich, Klar. wirklich gut. Es ersetzt, glaube ich, nicht eine GoPro. Also wenn man jetzt so wie ihr irgendwie in den Alpen unterwegs ist oder Freestyle-mäßig schöne Aufnahmen machen will, reicht das Onboard DVR. Das sind, glaube ich, auch nur 1080p. Ja, reicht wohl da nicht so ganz. Ist mehr so Instagram-Qualität. Okay, aber das Henny, sag mal heißt. ganz kurz was zu Videoqualität und Zu Linsengröße, Instagram-Qualität. Sensorgröße. Ich habe gerade keine Lust. Ja, also du kannst die Videoqualität nicht an der, also nicht nur an der Pixelzahl, aber Ja, der genau, Sensor also. ist einfach viel zu klein da drin. Je größer der Sensor, desto mehr Licht kriegst du rein, desto in Anführungsstrichen schöner wird das Bild. Deswegen hast du so die dicken Kameras, die Vollformatkameras mit riesen Sensoren drin, sind viel lichtstärker. Du kannst ein bisschen mehr mit Objektiven Ja, also spielen. wie gesagt. Also plus zusätzlich natürlich, dass du das Bild ja auch irgendwie weiterverarbeiten musst, was Prozessorleistung braucht. Aber nochmal hier so ein bisschen Technikgedöns. Ich hau jetzt mal hier eine kleine Wette mit euch zweien raus. Da wetten wir zum Kasten-Fiesinger-Geldspiel. Ich sag, im Laufe des Jahres bringt DJI irgendwann ein Orca-kompatibles Auch Drillmodul raus. Fetcher-kompatibel? Also ist es Ist quasi vielleicht auch. Modulschacht oder ist es Ich wirklich glaube nicht. Orca? Ja, es ist Modulschacht. Ich glaube, es ist der Ja. Fetcher-Modul-Formfaktor. Aber ich glaube nicht, dass die Fetcher-Brille intern mit dem Modulschacht irgendwas mit dem HD-Feed anfangen könnte. Vielleicht gibt es dann so einen Kompatibilitätsmodus, wo dann irgendwas runtergerechnetes Ja, analoges gut, das. Cut-Signal rauskommt. Aber ich glaube dadurch, dass die Orca ein bisschen dickeren Prozessor drin hat und die haben jetzt, glaube ich, auch diese fürs Rapid Ja, Fire diese genau. SPI-Unterstützung, eventuell da ein bisschen mehr auf den Pins machen kann. Ich kenne jetzt das Fetcher-Pin-Format nicht und auch das Orca-Pin-Format nicht. Aber deswegen sage ich es jetzt einfach mal so in meiner Funktion als DJI-Produktmanager. Hauen die nächstes Jahr ein Brillenmodul für die Orca raus und auch einen Race-Mode, der dann dieses Senden von der Brille nicht mehr hat, weil ich glaube, dieses Das ist Senden das, ist was die hauptsächlich Probleme dafür macht. da, wenn dir Frames fehlen, dann fordert die Brille die Frames praktisch neu an und deswegen sieht auch der Spectator-Mode, den du ja auch haben kannst, schlechter aus als der eigentliche Hauptbetrachter, weil der eben diese Retransmissions nicht mitkriegt, weil der das nicht wieder zusammenbaut. Und ich prophezei mal, die bieten einen Modus an, der Quasi dieses eine Anfordern von Event-Mode würde man es Fehlerfragment nicht nennen. hat. Hast dann vielleicht auch ein bisschen schlechtere Qualität, weil dann hast du dann vielleicht nicht mehr, weiß gar nicht, was da ankommt, Glaube, du 720p oder kannst sonst wie, weiß ich 1080p nicht. sogar, Ist auf also jeden in Fall ein der bisschen High Quality schlechter. sind es 1080p, glaube ich. Dann schaut es halt vielleicht nur noch so aus wie das Bitfrost, aber du hast da dafür weniger Störungen von anderen. Das würde ich jetzt mal tippen. Verwagte Geschichte. Wer dagegen halten will von euch, bitte. Ich hau Carsten einfach mal Giesinger. dagegen, weil Carsten Giesinger können wir uns ja dann teilen und schöner Rausch.
Geil. Ein Pfeffi Ein dazu. Pfeffi dazu. Ein Pfeffi und Carsten Giesinger. Das Und ein ist eine Uber. gute Idee. Nee, du, Paddy, ich halte dagegen. Ich glaube, DJI behält sich das Ganze vor. Die sagen, ich habe die Hand drauf auf meinen Brillen. Was ihr damit macht, das wollen wir nicht. Die werden wahrscheinlich die Lizenzen für die Kameras verkaufen, für die VTX verkaufen. Das haben sie mit Caddx schon gemacht. Aber auf Receiver-Seite, ich sage jetzt einfach mal, da bleibt DJI sich selbst treu. Ja, dann muss ich auch noch meine Prediction abgeben. Also ich denke, was habt ihr euch noch gar nicht mit beschäftigt? Die Air Unit wird, denke ich, kleiner werden, wenn das System, also was mich halt ein bisschen wundert, ist, wo will DJI damit hin? Ich glaube, der FPV-Markt, so wie wir ihn betreiben, ist überschaubar interessant für die. Ich meine, die verkaufen ihre Dinger in die ganze Welt, ihre Fotodrohnen. Ich glaube, das sind wir nur irgendwo so eine Randerscheinung. Vielleicht sind wir auch jetzt irgendwie das Technik-Testbecken für was anderes. Mal gucken. Ich denke, wenn DJI es weiterentwickelt, wird es eine V2 geben, die etwas kleiner ist, die den RC-Link weglässt, weil, seien wir ehrlich, den braucht keiner. Das heißt, vielleicht kann man da das ein oder andere Gramm oder den ein oder anderen Euro sparen, ich weiß es nicht. Das heißt quasi eine Air-Unit mit schlankem VTX, der auf das 30x30 Maß passt und der dann eben schöner in unsere bisherigen Quads reinpasst, statt eben diese Sondergrößen zu verlangen und dass jeder Hersteller jetzt irgendwie seine HD-Frame rausbringt, damit man diese Air-Unit unterbringt. Und receiverseitig bin ich bei Paddy. Ich glaube schon, dafür sind einfach die Hinweise an zu viele, als dass man es komplett ignorieren kann. Ich glaube schon, dass es ein separates Empfangsmodul geben wird. Lege mich aber darauf fest, oder ich würde sagen, dass das Empfangsmodul von DJI kommt. Dass es seinen Strom über die Pinleisten bekommt, die Fetchark und Orca in ihren Premium-Brillen zur Verfügung stellen. Und dass aber die Videoeinspeisung dann über Mini-HDMI erfolgt. Das haben auch beide Brillen. Das heißt, es wird ein Modul von DJI geben, was man von DJI kauft für den HD-Link, was kompatibel ist zu allen Premium-Brillen. Das wäre meiner Meinung nach für DJI die spannendste Variante, weil sie so weiterhin die Receiver oder die Receiver verkaufen würden. Sie würden ihre Brillen weiterhin auch noch verticken können und hätten quasi empfangsseitig das Monopol, würden aber auch die Leute noch mitnehmen, die sagen, ich habe jetzt irgendwie 700 Euro für eine Orca FPV One gezahlt oder 450 oder oft in Deutschland auch 500, 550 Euro für eine Fetshark HD-O2. Und aber auch natürlich die Leute mit älteren Brillen. Also ich meine, klar, man hat dann vielleicht nicht so viel davon, aber ja. Also ich denke, das wäre so meine Vorhersage, was kommen wird in 2020. Und was denkt ihr zu Bitfrost? Wird das Ja, überleben oder ist kann es weg. von vornherein zum Scheitern verurteilt? Also ich habe tatsächlich mich früher ein bisschen mit Videokodierung beschäftigt und ich glaube, dass das Bitfrost kommt von DiviMath oder sowas. Und ich glaube, dass dieser Markt, so dieses ultra-low-latency, hochrobuste, über Funk übertragen, 1080p, dass der Markt für andere Firmen zu klein ist und DJI das, wie du schon gesagt hast, irgendwie als Testballon benutzt. Deswegen glaube ich, dass nur so eine Firma wie DJI hat, da die Kohle hat, die man da reinbuttern muss. Geht auch das Gerücht, dass die einen eigenen Chip dafür entwickelt haben, das noch nicht so ganz bestätigt. Deswegen glaube ich, dass es Bitfrost nur ein Schnellschuss war, der sich nicht groß durchsetzen. Stefan, Bitfrost, hast du davon schon was gehört, Ich, gelesen, gesehen? ja, klar. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Bitfrost sich großartig durchsetzen wird, vor allem gegen so einen Marketingriesen wie DJI, weil neben der ganzen Entwicklung, neben dem ganzen Technik-Know-how, was halt DJI hat, ist ein absolutes Marketinginstrument hinten im Hintergrund mit dran. Wenn man sich mittlerweile eine ordentliche Videodrohne kaufen möchte, dann kommt man eigentlich an einem DJI nicht mehr dran vorbei. Und das ist nicht, weil die eine super gute Qualität haben. Ich meine, das haben sie auch. Aber sie haben halt eine extrem gute Marketingmaschinerie hinten dran. Ja, auf Und jedem die Event, was du auch knallen. teilweise im Fernsehen Ja. siehst, ne, fliegen die Dinger rum. Ja. Ich glaube, Genau. jedes Galileo-Team, was irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs ist, hat eine Phantom. Richtig. Und du hast, du und als kleine Firma, in Anführungsstrichen kleine Firma wie Fetshark, hast du halt einfach nicht das Marketingbudget, dich gegen sowas aufzulehnen. Und du kannst nicht einfach mal hergehen und sagen, okay, wir gehen jetzt her und statten halt einfach mal Roto Riot damit aus und zahlen denen sicherlich auch nochmal einen Haufen Geld dafür, dass sie halt gut über unser Produkt sprechen. Ich meine, den Bartwell kannst du eins schicken, der macht es relativ neutral. Aber wenn du einer Firma wie Roto Riot was zuschickst und sagst, hier redet mal gut darüber, ein bisschen Kohle rüber wachsen lässt, dann funktioniert das auch. Und da hat, ich glaube, zu wenig Kohle,
Also Fetchack hat dafür zu wenig Kohle und sie sind halt einfach ein bisschen zu spät dran gewesen. Die haben Ja, ich meine, wenn man mal ehrlich ist, mit Fetchack ihrem hat ja Bytecross. auch, also ich meine, Fetchack ist ja kein, also kein Empfängerproduzent. Fetchack hat bisher, also ist ja Immersion RC. Ja. Gut, die haben einen Receiver gebaut, glaube ich mal, aber an sich lebt Fetchack wahrscheinlich größtenteils von ihren Brillen. Und Genau. also, ja, ich habe Videos gesehen, ja, es ist da, es scheint irgendwo zu funktionieren, aber ist wohl technisch sehr, sehr eingeschränkt und ich glaube auch nicht, dass Fetchark die Möglichkeiten hat, die sowohl finanziell, aber auch also Know-how-mäßig, um aus diesem Bytefrost-System dahin zu kommen, wo DJI ist. Das haben sie auch jetzt schon in mehreren Posts auf RC Group ja auch gesagt, als es dann hieß, ja, wann releasen sie das System, dass sie das jetzt verzögern, weil sie festgestellt haben, dass DJI so weit weg von ihnen ist, dass sie das nicht mal releasen wollen. Und wenn jemand in einem öffentlichen Forum postet, dass er ein Produkt nicht veröffentlicht, weil er so weit weg ist, dann glaube ich, ist das schon ziemlich, spricht es schon ziemliche Bände für wie weit Bytefrost ist. Und ich glaube, wenn man sieht, dass auch DJI da nicht wegschaut und auch weiter anscheinend ja Firmware-Updates ich glaube, alle paar Wochen kommt dann wieder eins, rausbringt, dann glaube ich, ist Bytefrost, ja, werden wahrscheinlich in einem Jahr drüber lachen und sagen, ja, wisst ihr noch damals, als Fetchack geglaubt hat, sie könnten sowas rausbringen. Ja, was heißt das? Sie haben geglaubt, sie können es rausbringen. Ich meine, irgendwann fängst du ja, du musst ja mal so ein Produkt, du überlegst ja nicht, hey, wir machen ein Produkt, wir schmeißen ein bisschen Geld rein und 3 Monate später ist das Teil auf dem Markt. Du hast ja eine langfristige Planung. Und klar haben die sicherlich voneinander gewusst, der eine entwickelt in die Richtung, der andere entwickelt in die Richtung und DJI kommt auch auf den Markt. Aber sie haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass DJI so früh und so gewaltig auf den Markt gekommen ist. Weil, ich meine, ich weiß noch, wo das DJI-System rausgekommen ist. Und die ersten Videos, das ging durch die Decke. Jeder, in jeder Facebook-Gruppe, überall, jeder hat nur noch von diesem DJI-System gesprochen. Und als dann Bytefrost irgendwie 2 Monate später nachgezogen hat, Ja, da da warst ging gar durch. nichts. Also, zum einen war das Thema digitales FPV-Bild durch. Da hatte natürlich DJI die Nase vorn, weil sie halt das erste Mal wirklich angerissen hatten. Und zum anderen, da kam dann auch nichts mehr. Da waren irgendwie, ich kann mich an ein Video erinnern, wo glaube ich auch, ich glaube der Bartwell das irgendwo mal versucht hat rumzufliegen. Und das war's. Also es gibt da auch nicht Nee, 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 wirklich es ist. großartig medienseitig irgendwie viele Das. Infos dazu. Also deswegen denke ich auch. Ja, die wollten halt wahrscheinlich zeigen, dass sie was haben, aber die Frage ist, ob sie mit dem, was sie gezeigt haben, Ja. es nicht eher schlechter gemacht haben als besser. Ja, und das ist halt, mei, das ist, manchmal ist es halt dumm gelaufen und das ist in dem Fall, glaube ich, bei Bytefrost wirklich dumm gelaufen für Fetchark. Und ja, mal schauen, ob sie den Schlag verkraften, ob sie in einem Jahr überhaupt noch da sind, weil der HDO2 ist ja jetzt auch nicht so der Renner, was ich gehört habe. Also ich meine, klar, die Displays sind die gleichen wie bei der Orca, sind so das Beste, was man in der Größe im Moment bekommt. Ja. Ist jetzt erstmal einfach so. Ansonsten ist da jetzt keine große Neuentwicklung drin. Wie gesagt, sie haben Ja, es eben. geschafft, nach 100 Jahren einen kleinen Knopf reinzubauen, der den Strom an- und ausschaltet. Und dann werben sie noch damit, dass du jetzt eben, du hast eine IPD-Verstellung, das heißt, du brauchst nicht mehr zwangsweise Linsen, sondern kannst eben den Linsenabstand ein bisschen variieren. Ja. Aber ansonsten war es das. Du hast immer noch dasselbe schrottige DVR, du hast den gleichen Formfaktor, du hast null irgendwie zusätzliche Features oder so. Also das, womit eben Orca und FPV One da eben versucht zu werben, dass du sagst, du hast irgendwie weitere Features und Möglichkeiten, sei es, ob sie schon da sind oder irgendwann kommen werden. Das hast du alles nicht und das wirst du mit der HDO2 auch nie haben, weil die Brille, glaube ich, nicht dafür gemacht ist. Also wenn die HDO2 eine Aufwertung erlebt im Sinne von Langlebigkeit, ist es dadurch, dass es einen entsprechenden HD-Receiver gibt, sei es jetzt von DJI oder von sonst irgendwem, den man irgendwie an diese Fetchark HDO2 ranbekommt und dass man dann eben auf dieser Brille das HD-Video oder den HD-Feed der Drohne sehen kann. Und ich glaube, dann ist es sicher keine schlechte Brille. Ob es dann das Schlecht ist sie Premium-Produkt ist, so wie nicht. es Fetchark bisher war, das bezweifle ich. Aber wie gesagt, da muss noch was passieren. Jetzt nur so für sich ist es, denke ich, eine solide Brille, wie gesagt, eine gute Brille, aber also top of the top, boah, schwer zu sagen. Ja, ich meine, Vielleicht ist es im Moment so ein bisschen. Wir meckern hier gerade auf sehr hohem Niveau. Es Also ist hohl, ja klar, wir sprechen. ich finde schon, dass Fat Shark wirklich von der Qualität her
sehr, sehr gut ist. Auch der Support ist Der wirklich Support sehr ist gut. top. Das ist zum Beispiel auch Support was, ist wo ich top, sag, ja. ja. Klar, das Produkt ist jetzt nicht das Innovativste, die HDO2. Nee, Das genau. Und müssen wir da wird lassen. sich Orca zum Beispiel dran messen müssen. Na gut, das mussten sie halt jetzt auch jahrelang Genau, nicht. Es hat halt immer es war halt gereicht, diese bisher so. kleinen Updates zu machen. Gab keine anderen Produkte. Es gab ja, hier Skyzone Commander, irgendwas und Skyzone hießen die Skyzone. Ja, die waren aber immer Skyzone. preislich und leistungstechnisch einfach eine Stufe drunter. Das Fetchark war immer so Die ein hat doch bisschen das der Crazy Chris, Premium-Produkt. oder? Der hat. Ich glaube, die sind schon gut, die Skyzones. Wenn du halt einen Kopf hast, auf den sie passen, das ist, glaube ich, das Ja, größte Problem bei die sind denen. sicher nicht schlecht, aber sind halt einfach preislich und auch Hardware. Also, ich meine, zum Beispiel Skyzone hat halt integrierte Receiver. Jetzt. Ich glaube, die Skyzone, die neue Skyzone, hat ein besseres Panel und Ja, Build als die ja. HDO. Die hat halt kein. Größter Nachteil ist halt, dass die Genau, die keinen kam ja jetzt auch erst Rückenschaft für raus. Das heißt, Fetchark das war Beams jetzt so eine Weiterentwicklung. Nee, 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 Ja, die ist aber auch älter schon als ein die halbes Jahr HDO, alt, meine glaube ich. ich. Also nicht so alt wie die HDO. Also die HDO war zuerst, dann kam es jetzt eben die Skyzone O3, aber wie gesagt, du hast halt zum Beispiel keinen Modulschacht. Das heißt, sollte es irgendwann mal vielleicht doch ein HD-Modul geben, was, oh Wunder, in diese Modulschächte passt, dann schaust du halt in das. Also wie gesagt, ich sehe Skyzone ist sicher gut, ist vielleicht so ein bisschen der Preis-Leistungssieger irgendwo, ist aber von der Overall-Quality nicht auf dem Level, wo sich die Top-Produkte von Fetchark und Orca bewegt haben. Und was natürlich auch dazu kommt, also Fetchark hat es schon bewiesen, dass der Service top ist. Orca muss es beweisen. Und bei Skyzone, ich meine, das ist nicht, weiß ich nicht, ob die so überhaupt sowas wie einen Service kennen oder wenn dann was ist, hast halt Pech. Verkaufst halt eine neue. Kriegst halt eine Nein, neue. Nee, ist glaube ich, einfach ein ich glaube, bisschen du eine kriegst andere wirklich eine. Also, du, die haben auch einen Produktstrategie. Service. Die haben auch einen Service und der funktioniert auch gut. Ich weiß nur, ich glaube, Fetchack sitzt ja in Frankreich. Das heißt, du hast England. relativ kurze Postlaufzeiten oder in England. England, also Habe ich habe mal was zu Fetchack von denen geschickt bekommen, das kam aus England. Und kriegst halt innerhalb Okay. von einem Tag eine E-Mail-Antwort. Genau, richtig. Und Und das es war geht auch wirklich, von der also. Post, also die, wenn du was einschickst, dann geht es halt auch relativ schnell, es ist relativ schnell wieder bei dir. Wenn du irgendwas nach China einschickst, dann kann es halt, wenn wir mal 20 Tage dauern und wenn es dann da Ja, das ist geprüft ja wird und wieder unrealistisch. zurückgeschickt wird, Also. dann hast du halt mal einen Monat lang keine Brille und das ist halt dann doch etwas, ja. Genau, also wie gesagt, Orca muss sich da erstmal noch beweisen. Das wird die, also ich meine, jetzt haben sie neue Brillen, jetzt gehe ich mal nicht davon aus, dass sie viele Serviceanfragen bekommen. Aber da werden sie sich mit messen lassen müssen, wenn dann die vielleicht irgendwo mal was kaputt geht. Was machen sie dann? Wie gehen sie damit um? Können sie das so stemmen, wie Fetchark es tut? Und wie gesagt, das wird spannend. Ja. Aber ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich über die Technik echt lang gesprochen. Alles mal erzählt, was es gibt. Ich Wir haben denke, einfach mal einen Rundumschlag gemacht. Einfach genau, mal. ich. Wenn ich es zusammenfassen darf, würde ich so sagen, 2020 wird sehr interessant und kann für uns als Konsumenten nur Gutes bringen in der einen oder anderen Weise. Also ich glaube, der Worst Case Ich für sag mich mal, wäre, wenn das. es heißen würde, okay, es gibt quasi diese Trennung zwischen analogen und digitalen Events und die Community, die sowieso nicht so groß ist, muss sich spalten. Das wäre meiner Meinung nach so der Worst Case. Alles andere, was sich tut, freue ich mich drauf. Und ja. Wenn wir gerade bei Events sind, es wird ja 2020 auch einige Events geben. Ich habe jetzt mir mal die Aircrasher-Seite angeschaut und Ja, die Termine da sind sind schon. seit irgendwie so ein paar Tagen sind jetzt alle Events 2020 drauf, online gestellt. Genau, ich glaube, einige sind auch schon bestätigt, also quasi, dass wirklich der Termin steht. Das war ja am Anfang noch nicht der Fall. Ja. Genau. Wo wollt ihr da mitmachen oder seid ihr irgendwo mit dabei? Habt ihr irgendwo schon gesagt, auf jeden Fall? Also, aber auf jeden Fall wieder Bock auf Tschechien. Asch, das Ja. war wirklich sehr schön da. Und dann eigentlich auf alle Rennen in Franken, glaube ich. Schauen wir mal, wie sich's ausgeht mit der Zeit her. Und es ist kein Aircrash-Event, aber in Nördlingen ist das ja auch wieder so ein, nächstes Jahr, auch wieder so ein größeres Event, auch irgendwie 3 Tage lang mit Team-Event und sowas, ein Team-Race. Von Da wem ist habe das ich auch Bock. organisiert Da habe ich auch oder über Bock. wen? Das ist wahrscheinlich wieder von dem Genau. Ah, okay. Team-Slash-FAI. Die arbeiten ja, das ist ja das Offizielle, die dann auch für die Weltmeisterschaft da irgendwas ausgeflogen sind und so weiter und so fort. Auch Aircrash, also ich versuche, wie gesagt, dieses Jahr auf einem Event, ich will eigentlich auf mehr gehen. Asch konnte ich damals nicht, war ich im Urlaub. Wenn es sich rausgeht, versuche ich, dass ich dabei bin. Es war wohl ziemlich kalt, aber auch ziemlich cool. Ich Du glaube, warst das auf beschreibt. Bali, oder? Du hast was für einen CO2-Abdruck Genau, getan. ich habe Das dafür gesorgt, dass wir ist im bei uns Winter nicht so nicht mehr so FPV kalt. fliegen können. Ich habe daran gearbeitet, ich war auf Bali, genau. Ja, mal gucken, ob das diesmal klappt. Ich will, wie gesagt, auf mehr Aircrash-Events gehen. Ist eigentlich immer ganz nett. Wie gesagt, Schwabach war ich persönlich ein bisschen enttäuscht, aber ich glaube, das lag einfach an Schwabach und jetzt nicht unbedingt an den Aircrasher-Events.
Und was natürlich für uns als Münchner ganz, ganz spannend wird, ich glaube im Kalender, ich weiß nicht, ob du ihn gerade vor dir hast, steht ein Münchner Event im Plan. Soweit ich jetzt das gehört habe, müsste das über unsere lieben Freunde vom BMR laufen und wahrscheinlich dann über Adelsried, vermute ich jetzt einfach mal, weil wir wurden nicht gefragt und ich kenne sonst kein anderes, eigentlich eine Frechheit, genau, Frechheit warum wir auf eigentlich. unserem Platz ohne fließend Wasser und Strom kein Event für 100 Leute organisieren. Also ist das Event vermutlich dann München Ah West, ja, okay. direkt neben dem Flughafen so eine Also Art. bin ich mal gespannt und natürlich, wenn es das wird, wovon ich jetzt mal davon ausgehe, dann erwarte ich natürlich, dass wir als Munich FPV, als quasi die krassesten Dudes aus München, da natürlich auch zahlreich antreten werden. Also wenn es das gibt und danach sieht es ja im Termin schon Moment mal aus. vormerken, das ist am 29., 30. und 31. Mai. Genau, Da bin ich im möchte ich auf Urlaub. jeden Fall hin und wie gesagt, einfach zwei, drei Events mehr mitnehmen. Paddy nimmt mich sicher in seinem Auto wieder mit und wir teilen uns dann schön ein Zelt und eine Schlafmatratze und alles, damit uns nicht kalt wird. Und Ich habe mein Zelt schon reserviert für den Daisy. Der wäre zwar letztes Jahr in Stettfeld fast gestorben, weil er sich gedacht hat, bei 5 Grad in der Nacht reicht so ein 20 Grad Komforttemperatur-Schlafsack, aber mein bisschen Gott, Spund ist immer. jetzt hat er es Ja, gelernt. also wie gesagt, das ist so ein bisschen meine Hoffnung für 2020. Wie gesagt, das mit Nördling, das muss man mal gucken. Bisher war Nördling bei mir nicht so auf dem Schirm. Das war fürs Fliegerische immer eher so überschaubar, wenig Airtime, irgendwie nur drei, vier Akkus am Tag. Wenn es mit diesem Team-Event vielleicht ein bisschen anders läuft, mal gucken. Vielleicht gibt es ja dann auch ein Munich FPV-Team in Nördlingen. Ja, Ja, können wir mal schauen, Stefan, dass sowas geht. hast du die Hoffnung, dass sich deine Family mal ein Wochenende weglässt oder wie sind so deine Gedanken? Ja, ich arbeite dran. Nee, also Sehr so gut. ab und zu geht es schon. Ich habe es mal gerade geschaut, allein von den Aircrashern sind es 10 Races, die ja immer wirklich ein komplettes Wochenende vereinnahmen. Und es gibt ja neben den Aircrashern auch noch andere Ja. Ligen bzw. andere Events, auf die man fahren könnte, die ja in ganz Deutschland sind. Das heißt, du brauchst dann noch irgendwie einen halben Tag oder einen Tag Anreise und wenn du dann, wenn die sind ja nicht ganz nüchtern die ganze Zeit. Das heißt, wenn du dann am Sonntagabend nach Hause kommst, brauchst du eigentlich noch einen Tag zum Ausnüchtern. Weiß gar nicht, was du meinst. Ich auch nicht. Habe ich gehört. Hört man so, Aber ne? nee, aber also Asch fand ich sehr cool. Allein von der Location, alleine von auch, also war sehr cool. Würde ich gerne wieder mitmachen. Das Münchner Event ist natürlich als hier Local muss man Local dabei sein. Hero. Nee, Hero nicht, aber nur Local gesagt. Ah, du bist ein Und Local ja, mal Hero. schauen, was da noch alles geht. Ich habe gehört, nee, nicht Stadtfeld, sondern was Ja, war ich das? weiß, eins ist jetzt raus aus der Liste, wo sie den Müll haben liegen lassen. Oberhaid, glaube Nee, ich, ist nee, auch genau, nicht oder sowas, Stadtfeld. ne? Ich glaube, Stadtfeld muss wohl ziemliche Eskalationen immer werden, weil das irgendwie das letzte. Nee, das war was anderes. Das war was anderes. Das war, glaube ich, Oberhaid, weil irgendwie der Ja. Markgraf Michael, also quasi der Chef der Ja. Aircrasher, macht ja immer so Videos und da gab es wohl irgendwie. Erst hieß es ja, sie können Ja, genau. das Pfand da lassen. Dann gilt es quasi noch als Spende für den Verein, der das unterstützt hat. Und dann hat irgendwie am Dienstag der Platzwart angerufen, was es wohl für eine Frechheit sei, dass die ihren Pfand immer noch nicht abgeholt haben und hier immer noch die Pfandflaschen rumliegen. Und das hat dann, also ich weiß nicht, ich habe es auch natürlich in den Videos gehört, hat dann wohl die Nee, aber Zusammenarbeit was ich beendet. gemeint habe, ist tatsächlich Stadtfeld. Ich Also ich glaube, meine es war. Eskalation, also positive Eskalation. Ach so. Also ich glaube Stadtfeld ist so Ach so. der Saison, der Outdoor-Saisonabschluss. Das ist ja Ja, irgendwie dann das ist immer immer so im relativ am Ende. September. Und Mitte ich September. glaube, das muss wohl ganz lustig gewesen sein, so aus den Erzählungen, die mir zugetragen wurden. Also Ich erinnere mich nicht mehr ja, so genau, genau, das muss wohl das meinte stimmen. ich damit und ich glaube, das habe ich mir auch schon im Kalender vorgemerkt. Ja, nee, also ich denke, wir werden auch wieder auf das eine oder andere Event gehen, in welcher Konstellation auch immer. Der Alex wird wahrscheinlich, weiß ich nicht, beim Markgraf im Container jetzt dann schlafen, dass er auch ja kein Event verpasst. Der lässt sich in Stettfeld wie Oder das Auto auch schlafen. das, ich weiß es nicht. Also ich denke, der wird wahrscheinlich wieder ganz, ganz viel mitnehmen. Der hat ja dieses Jahr schon eingeschlagen wie eine Bombe und wird, glaube ich, also wenn der so weitermacht, wird der nächstes Jahr da, denke ich, wirklich ganz, ganz oben mitspielen. Und dann müssen wir den natürlich auch supporten vor Ort und die Brille ranreichen und geladene Akkus, weil er hat ja nichts außer Skill. Das müssen wir supporten. Ja, genau. Und ja, Thema Events. Wir haben ja auch einen Platz. Weiß nicht, unser Platzwart und unser Medienmogul. Was haben wir eigentlich geplant? Nächste? Haben wir was geplant? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Erleuchtet mich doch mal. Also in meiner Rolle als Platzwart sage ich, bitte nicht den Rasen Ah, betreten, haben okay. wir geplant.
Also richtig konkret geplant haben wir eigentlich, glaube ich, noch nichts, aber ich denke mal, da dieses Lütten-Labern-Libus suchen, also dieses Anfänger-Event Ja. eigentlich ganz gut ankam, denke ich, können wir Genau. das Vielleicht nächstes sollte Jahr man auch wahrscheinlich gleich zum wiederholen. Anfang der Das auf Saison jeden sowas Fall anbieten, weil ich meine, ich glaube, dieses Mal war es im August, mal. Ja, September. sobald es immer schön warm ist. Nee, es war relativ spät. Ja, es war irgendwann im August Genau. oder so. Ja. Vielleicht bietet sich's an, dass. Ich glaube, wir haben es uns auch schon im Anfang Ja. des Jahres vorgenommen, aber wie es halt so ist, dann verzieht es immer. Ich meine, für die Leute, die unseren Platz nicht kennen, wir haben halt natürlich immer das Problem, dass wir nicht richtig Infrastruktur haben, das heißt, wir haben keinen Strom, kein fließendes Wasser, das schränkt uns natürlich ein bisschen ein. Wir hatten zwar schon mal ein kleines Race bei uns veranstaltet, war eigentlich auch ganz cool, aber so mit den Ansprüchen, die wir bis jetzt oder jetzt haben, können wir sowas eigentlich nicht mehr stemmen. Deswegen eher so kleinere Sachen, vielleicht Ja, auch mal ein genau. kleines Whoop-Race, irgend sowas Ja, in ich der meine, Geschichte, also eher wir so werden ein ja sicher bisschen weiterhin auch Kleinigkeiten. immer wieder, da kommen wir glaube ich auch dazu, dann so ein bisschen Bescheid geben, wenn wir auf unserem Platz fliegen und wenn wir uns über Gäste freuen. Das heißt, jetzt unabhängig davon, ob es jetzt offizielle Events sind, wird man glaube ich uns auch in verschiedenster Konstellation auch immer wieder am Platz antreffen, und damit uns ballern können, denke ich mal. Das glaube ich so ein bisschen Genau, der das auf jeden Plan. Fall. Also der Platz wird so lange geflogen, bis wir uns da irgendwann mal raustragen. Ich weiß nicht, wer es Yes. vielleicht in der Vergangenheit mitverfolgt hat. Wir sind so seit, ich weiß nicht, August, September, das ein oder andere Mal auch in der Zeitung oder in den Medien gewesen, weil wir von einem netten Nachbarn angeschwärzt wurden. Es wäre wohl irgendwie verboten, damit Drohnen zu fliegen. Das Ganze ist dann im Bezirksausschuss vor getragen worden. Da wart ihr ja dann auch mit dabei, habt dann quasi uns alle vertreten. Sehr Genau. erfolgreich, wie ich finde, weil der Bezirksausschuss hat irgendwie gesagt, naja, wenn die Polizei vor Ort gewesen ist und nichts Schlechtes oder nichts Schlimmes irgendwie gefunden hat, wir können da auch nichts Gegenteiliges behaupten. Und das Einzige, was jetzt glaube ich noch aussteht, ist, dass sie irgendwie über das Umweltamt oder irgendwas noch eine Lärmmessung machen wollen. Gesundheitsamt, glaube ich, war es. Irgendwie sowas. Amt für Gesundheitsamt, Umwelt und Gesundheit. ja. Ach, Das Referat für brotlose Gesundheit und Kunst. Umwelt. Ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, es ist ein Sportplatz und wenn da Sportplatz ist jeden laut, zweiten ne? Das Tag. ist unerwartet. Ja, aber vielleicht sollten Ja. wir das Thema, vielleicht für eine neue, wir sollten eine Folge, können wir es ja nehmen, so ein bisschen irgendwie, Stichwort unsere Erfahrungen mit Nörglern und Rentnern. Ich glaube, wir haben da auch ein paar nette Ja. Audio-Ausschnitte, die wir vielleicht einspielen können. Vielleicht ist das ja Können wir auf tatsächlich jeden so ein Fall bisschen machen. ein Thema für eine weitere Folge, wo wir auch ein bisschen erzählen können, so, wie sind wir zum Platz gelangt, was machen wir da, wie ist jetzt die Konstellation organisatorisch. Und eben auch so ein bisschen die Geschichte jetzt eben von freudigen Nachbarn, die sich freuen, dass wir da sind, aber auch eben von den Nörglern und wie so ein bisschen vielleicht der Stand der Dinge ist und wie sich das Ganze jetzt aufgebauscht hat. Vielleicht kann man das ja dann in einer anderen Folge mal ein bisschen ausführlicher erzählen. Ich glaube, das wäre vielleicht ganz In interessant. diesem Sinne, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn wir dann sonst keine Themen mehr haben, glaube ich, es waren Wir jetzt reden über auch fast schon wieder zwei viel zu Stunden. lang. Ja, Wahnsinn. Sind drüber. wir haben es ja nie gesagt, ne? Aber wir wollten eine Stunde planen. Jetzt sind wir bei 2 Stunden. Ja, vielleicht schneiden wir einfach auch zwei Versionen draus. Also wenn ihr Wir jetzt machen gerade zwei schon Versionen. Folge Es ist 2 ja die hört. Folge 0. Es ist ja Nee, die Achtung, Folge die 0. Wir haben Folge. ja noch nicht mal einen Namen. Ich kenne einen coolen. Ah, okay. Ah, ja, stimmt. Okay, also wenn ihr dann jetzt schon Folge 1 hört, dann wisst ihr, dass wir uns im Nachhinein entschieden haben, dass wir zu viel gelabert haben und dass wir es auf zwei Teile geschnitten haben. Aber ich kenne einen guten Trick aus meiner Schneller laufen Musikproduzentenzeit. lassen. Wenn der Track zu lang Ja. ist, ja, lässt einfach Aber doppelt mit so schnell laufen, dann haben wir auch wieder eine Chipmunk-Stimme. Stimme. Nee, du kannst einen Pitch Okay. beibehalten, dann ist alles einfach nur schneller. Das machen wir. So Hä? macht Ihr man seht das. schon, ja. So macht man. Also Ja. wenn ihr jetzt nach einer Genau. Stunde hier fertig seid oder jetzt bei einer Stunde angekommen seid, da wisst ihr warum. Ja, weil du bist ja doof. Wenn die jetzt ankommen, dann haben sie ja jetzt schon quasi die zweite Stunde gehört. Das heißt, die erste Stunde, wo die Folge 0 aus war, da hast du das jetzt ja gar nicht. Oder schneidest du es dann raus und kopierst es dann Ich da glaube, vorne hin. jetzt Weißt wird's du, jetzt wird's kompliziert. fies. Das ist ein bisschen wie Jetzt wird's Inception. kompliziert. Man quasi die Inception. Achtung, nochmal ein cooler Trick. Es gab mal ein Ärztealbum, da war das so. Du machst einfach, schneidest einfach das jetzt in der Mitte, machst die eine Stunde aufs linke Oh Ohr und die ja. andere Stunde aufs rechte Ohr und lässt aber beides gleichzeitig laufen. Dann kann der Hörer Das ist selbst natürlich auch eine entscheiden, was er Idee. jetzt gerade hören will. Ja. Ist eine sehr verwirrende Idee. Ich glaube, Kennst das nicht? kommt beim Ach Autofahren was. gut an. Okay, jetzt, damit das Ganze hier mal ein Ende findet, ist ja traurig sonst. Stefan, jetzt haben Ja. uns die Leute, weiß ich nicht, ein oder zwei Folgen lang zugehört. Jetzt wollen die aber auch wissen, ja, also gibt es eigentlich noch mehr von uns? Wo findet man uns? Wo findet man unser Material? Es Jetzt gibt abgesehen von der ganz viel. Audio-Geschichte, die man ja, ich weiß gar nicht, wo man die dann finden wird. Du bist da der Technik-Guru, ich laber hier nur blöd vor mich hin.
Das heißt, was haben wir eigentlich noch und wo kann man uns da finden, unter welchen Namen und so weiter? Und was findet man da? Ja, also wenn wir jetzt hier noch keinen Namen für diesen Podcast haben, ihr findet den auf jeden Fall in Zukunft, wenn wir das irgendwie hinbekommen, auf den bekannten Podcast-Portalen, auf Spotify, auf iTunes und sonst anderen Podcatchern unter dem Namen, bitte jetzt Namen einfügen. Und ansonsten machen wir mal ganz viel Lärm auf unserem YouTube-Kanal und dann auf unserem Instagram. Das findet ihr auf youtube.com/MunichFPV, alles zusammengeschrieben. Und das FPV steht für First Person View. Nein. Damit Abonnenten der Süddeutschen Stefan, Zeitung wissen, was ich damit meine. was Was steht in steht Munich? Munich? Das ist die interessante Frage. Ja, Munich steht für München. Nein. Ja. Ey, Achtung, ich hab Ja. einen geilen Namen. Ich habe einen geilen Namen. Ich habe auch schon gegoogelt, ob es schon gibt. Prop-Geflüster. Wie geil ist denn das eigentlich? Das ist eigentlich sehr geil. Ich weiß nicht, ob ich in Zukunft beim Prop-Geflüster mitmachen möchte. Das fühlt sich falsch an. Können wir den gleich abonnieren, können wir den gleich Ich reservieren? reservieren. Als Marke schützen. Wie reservieren? Ich habe es jetzt gegoogelt, das heißt, es hat sich wahrscheinlich bei Sicher. Google schon Damn. geschützt. Okay, Ja, cool. mach du, Also, Stefan. Propgeflüster abonnieren. Folgt uns auch auf unserem YouTube-Kanal, folgt uns auf Instagram. Wir haben auch eine Internetseite, da gibt es ein kleines Forum. In dem Forum schreiben wir immer, wenn wir an unserem Platz fliegen oder wenn wir irgendwelche anderen Termine irgendwo unterwegs sind. Da ist momentan nicht so viel los, weil halt einfach Winter ist und wir da nicht so viel unterwegs sind. Und ansonsten, Paddy, vielen Dank für die Zeit. Chris, vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für den Input. Und wenn ihr da draußen irgendwelche Kommentare habt, wenn ihr Lob habt, wenn ihr Kritik habt, dann schmeißt es einfach in die Kommentare. Schreibt es uns an propgeflüster mit UE @munichfpv.de. Heißt das jetzt, der Name ist gesetzt oder richtest du jetzt einfach noch eine E-Mail-Adresse dafür ein? Der Name ist jetzt gesetzt. Ich finde den geil. Ah, okay. Oder Also gibt es wir wollen da irgendwelche jetzt auch nicht Einwände? drüber abstimmen oder diskutieren oder sowas, sondern ihr habt jetzt autokratisch entschieden. Ich habe entschieden. Du hast jetzt 8 Wochen Zeit gehabt, bessere Vorschläge einzubringen. Ja, okay. Sehr geil. Also, Jungs, vielen Dank. War geil. Waren coole 2 Stunden. Hat mich gefreut. Jo. Und Dann hören Ja, wir mich uns auch, war sehr quasi schön. in Folge 1 oder 2 oder weiß ich nicht was wieder, wenn unser Technikguru entschieden hat, was er jetzt hier aus diesen 1 Dreiviertelstunden macht, oder? Perfekt, machen wir so. Klingt nach dem Plan. Wunderbar, prima, dann sind wir raus. Jo, schönen Abend noch. Ebenfalls. Jetzt hier Jingle einfügen. Tschüss. Tschüss.